Stille legte sich aufs Land. Nebel verdeckt die Welt, die mir sonst wohl bekannt. Wieder blick ich auf einen Tag zurück und wieder hoff ich auf ein kleines Glück. Was für ein Wahnsinn, dass ich das darf. Tief in der Nacht und alles schweigt im ganzen Land. Blicken auf mich und alles fragt sich ganz gespannt. Was hat sie heute wohl zu wem gesagt? Wen hat sie nach einer Meinung gefragt? Und wer ist grad dort und spricht? Im Transler am brennt noch Licht. Und wenn die Tage aufgrund meiner Lage auch manchmal zu lang sind, das stört mich nicht. Und ist die Lage recht vage, sind alle in Rage. Im Transleramt, da kennt man die Pflicht, denn da brennt noch Licht. Tief in der Nacht und alles schweigt im ganzen Land. Blicke auf mich und alles fragt sich ganz gebannt. La, 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 la. Was hat sie heute wohl zu wem gesagt? Wen hat sie nach einer Meinung befragt? Und wer ist grad dort und spricht? Im Transleramt brennt noch Licht. Da brennt noch Licht. Da brennt noch Licht, da brennt noch Licht. Ah, ist das schön. Ja, herzlich willkommen hier im Transleramt mitten in Kreuzberg, da wo die Macht regiert, da wo Deutschland regiert wird. Herzlich willkommen hier im wunderbaren kleinen BKA-Theater und natürlich nicht nur ihr hier heute in diesem wunderbaren kleinen Saal, sondern auch unsere ZuschauerInnen da draußen am Livestream. Wir senden heute wieder auf allen üblichen Kanälen, auf YouTube, auf Facebook, ich glaube auf Twitter, Grindr, Scruff, Snapchat, wo auch immer. Überall sind wir heute unterwegs und machen heute diese wunderbare Show, weil der Saal heute so wahnsinnig schnell ausverkauft war, dass wir gesagt haben, die Leute da draußen müssen auch ein bisschen was miterleben können. Schön, dass ihr da seid. Da gibt es jetzt Applaus. Ja, wie jedes Mal suche ich ja für mein kleines Schattenkabinett ein paar kompetente Menschen und habe auch für heute wieder eine Bewerbung mir rausgesucht und ich dachte mir so, ja, die Frau, das klingt ganz interessant, das könnte was werden, wir gucken mal. Sie ist auch schon da und bevor wir mit ihr allerdings anfangen, wollte ich noch eine Kleinigkeit erwähnen und zwar, ihr habt ja heute hier Eintritt bezahlt. Und das habt ihr zu Hause leider nicht machen dürfen, das tut mir sehr leid, aber ihr könnt Tickets kaufen, Online-Tickets kaufen unter www.bka-theater.de/tickets und dann könnt ihr dort die Tickets erwerben und unser Anteil davon, wir Künstlerinnen, wir auftreten, verzichten heute auf all unser Geld. Wir geben unser Geld heute an die queere Nothilfe Ukraine. Dachte ich mir.
applaudiert nicht zu lang, wir haben nicht so viel Zeit. Wir haben heute eine spannende Gästin hier heute bei uns. So, das habe ich erwähnt. So, in der Bewerbungsmappe, die ich hier schon zu liegen hatte, ich habe die wichtigsten Stichpunkte mal zusammengerufen. Aufgewachsen ist die gute Dame in Fürstenwalde an der polnischen Grenze. Mit 17 kam sie dann nach Berlin und studierte hier Verwaltung. In Berlin. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Mit 24 war sie dann Europabeauftragte in Neukölln, mit 32 Schulstadträtin von Neukölln, mit 36 Bezirksbürgermeisterin von Neukölln. Und nachdem sie ganz viel Zeit in Neukölln verbracht hat, ist sie dann 2018 Bundesfamilienministerin geworden. Mit 42 Vorsitzende der Berliner SPD, Spitzenkandidatin, und seit Dezember 2021 ist sie regierende Bürgermeisterin, noch keine 100 Tage im Amt, aber heute ist sie hier, 43 Jahre alt. Hier ist Franziska Giffey. So. Wir machen mal kurz. So. Ganz kurz, die hat jetzt noch gar nichts gemacht hier. Spart euch den Applaus, aber es kommt auch noch. So, wir haben hier ein wunderbares Bild für... Hallo Franziska, ist dein Mikrofon etwa aus? Ich hoffe, es ist schon an. Guten Abend, ihr Lieben. Jetzt ist er an, ja. Ja. Oh Mensch, der Franziska. Hallo, danke schön. Es wird euch ja ein... großartiger Abend. Franziska, ich nehme die Blume mal ganz kurz ab für dich, ja, weil du bist jetzt schwer beschäftigt. Du darfst dich selbst hier an dieser Tafel, an diesem Koordinatensystem selbst einordnen. Unser Gast vom letzten Mal, den Sven Lehmann, haben wir da noch hängen lassen. Und du guckst jetzt ganz irritiert. Ich gucke gerade, wo Sozialdemokratisch steht, aber es... Nee, das haben wir... Das war nicht mehr so im Trend, das haben wir rausgenommen. Nee, also. Das habt ihr rausgenommen? Das haben wir rausgenommen. Okay. Naja, bist du eher so konservativ, bist du eher so progressiv, bist du eher so heteronormativ veranlagt, bist du eher so queer veranlagt? Ich weiß es nicht. Guck nicht mich an. Das ist schon mal die erste schwere Aufgabe. Ich würde mal sagen. Echt? Das ist schwer. Okay. Kommt drauf an. Ja. Also, aber keine Sorge, kleb dich erstmal irgendwo hin, ich korrigiere das im gegebenenfalls auch. Du korrigierst mich. Also, ich würde mal sagen, mittig nicht. Mittig? Also, ist okay. Ach doch, ja, okay. Ist okay. Ein bisschen liberal, leicht progressiv irgendwie. Okay, gut. Ja, und manchmal bin ich aber auch konservativ. Ja, ich bin immer so, es kommt drauf an, über welches Thema wir reden. Ja? So. So. Mach ich das nicht? So. Magst du was trinken? Wir haben alles da an Tee. Gehört, es gibt Tee bei uns. Ja, es gibt heute. Tee heute. Ja. Ja, welchen Tee magst du trinken? Na, was hast du denn so? Alles. Ich habe alles da. Ja, ich nehme mal, ich würde mal sagen, Früchte oder sowas. Ist so, Mensch, mit Samu. Nee. Früchte. Aber was trinkt man noch? Ich guck mal, also, dass es überhaupt Tee heute Abend hier bei euch gibt, ist ja, ja schon es gibt ein Ding. Hier, es gibt leckeren Früchtetee. Aua, die ist aber sehr heiß, der Samovar. Ist ja wirklich, also ich habe hier Früchtetee. Ja. Möchtest du Früchtetee haben? Dann leg ich den Früchtetee rein. Ist das uncool? Ja, wa? Ja, das ist, na, was heißt uncool? Meine, wer Verwaltung in Berlin studiert, aber ich guck jetzt mal, pass mal auf, es gibt noch durch. Prince okay. of Wales. Ja. Das ist doch auch nicht schlecht, oder? Ja, du kannst auch gerne trinken. Ich ja, du hast ja jetzt Früchte noch nicht reingemacht. Nein, ich habe noch gar nicht. Dann nehme ich heute mal was ganz, ganz Außergewöhnliches. Oh Mensch, du bist richtig, also, richtig wild drauf. Richtig abgefahren. Also, ich nehme mal Prince of Wales. Du nimmst den Prince of Wales, ja. Dann nimmst du den mit. Ja, ich guck mal, ich greife mal so ins, ich glaube, ich mache wieder Lady Grey. Ach so. Das passt ja, glaube ich, am besten zu mir. Auch farblich so ein bisschen, ne? Ja, sehr schön. Ja, genau so. Wahnsinnig spannend, wenn man so einen Samovar hier einfach nur so laufen lässt. Und du hast ja heute auch wahnsinnig wenig Zeit, von daher macht es sehr viel Sinn, einfach Ewigkeiten aufs heiße Wasser zu warten. Magst du Platz nehmen? So, erzähl mir ganz kurz, und zwar, wir machen ja so klassische Bewerbungsfragen immer. Was, wann hattest du dein letztes echtes Bewerbungsgespräch gehabt? Naja, schon ein bisschen her. Schon aber bisschen eigentlich, her. Weißt du, eigentlich ist ja so, wenn du in dem Job bist als Politiker, musst du dich ja eigentlich jeden Tag neu auch bewähren. Ach. Ja. Ja, okay. Dann machen wir mal. Ja, genau. Dann ist ja heute auch eine Art Bewerbungsgespräch. Das ist aber definitiv ist das ein Bewerbungsgespräch, genau. Wo kommst du denn gerade her?
Ich komme tatsächlich jetzt kurz von zu Hause, weil ich mich umgezogen habe, aber ich war heute Nachmittag in Tegel, weil wir dort unser neues Ankunftszentrum eröffnet haben. Und das wird für 10.000 Menschen, die am Tag in Berlin ankommen, der Ort sein, wo sie erstmal hinkommen. Wenn sie am Hauptbahnhof ankommen, werden die Expressbusse nach Tegel fahren und sie werden dort, bekommen erstmal was zu trinken, was zu essen, können sich im Moment ausruhen und werden dann registriert und wissen dann, ob sie in Berlin bleiben oder ob sie woanders hinfahren. Jedenfalls werden wir mit diesem Ankunftszentrum, was heute mit ganz tollen Menschen zusammen eröffnet wurde, Berliner Hilfsorganisation, Deutsches Rotes Kreuz, die Bundeswehr hilft mit, ganz, ganz viele Freiwillige helfen mit, dass wir das hinbekommen, dass wirklich die vielen Menschen, die jetzt im Moment jeden Tag Berlin erreichen, gut versorgt sind, dass sie weitergeleitet werden, auch in andere Bundesländer, in die Unterkünfte. Und das haben wir heute eröffnet, an den Start gebracht. Und übrigens arbeiten da auch ganz viele Uncoole, wie du vielleicht meinst, aber so uncool sind die gar nicht, sondern sind viele tolle dabei, auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Berliner Verwaltung, die sich freiwillig gemeldet haben. Ja. Und da mitmachen. Genau, weil also es ist schon so, wir sind gerade im Moment in einer sehr außergewöhnlichen Situation. Also die Herausforderung ist wirklich riesig. Ich darf kurz sagen, das war bis zu diesem Zeitpunkt immer noch der erste Satz als Antwort. Da war noch kein Punkt dazwischen. Ne? Was ich vergessen hatte, es geht auch... Wir müssen uns ja erst ein bisschen eingrooven. Wir müssen ein bisschen eingrooven heute. Und du hast ja nachher noch einen Termin, hast du mir gesagt, oder? Nein, hast du keinen Termin? Nein, ich habe noch ein Telefonat, da geht es um die Spenden für die Ukraine. Aber das ist wichtig, da müssen wir uns beeilen. Wenn jetzt irgendwie Bundeskanzler hat gesagt, der kann warten. Also das ist jetzt nicht weiter wichtig. So. Was sind denn deine Schwächen? Ich antworte in zu langen Sätzen. Gut. Was sind deine Stärken? Lange Sätze. Ich habe noch eine Schwäche, ich bin immer nicht so ganz pünktlich, aber heute ging doch noch, oder? Das war das akademische Viertel, ist gar kein Problem. Ich fand das sehr angenehm, da kenne ich Kolleginnen. Wir haben schon ganze Saisons für die verschieben müssen, aber das ist eine andere Geschichte. So, bei mir im Schattenkabinett, was sind denn so deine Gehaltsvorstellungen? Na, heute geht doch alles, was er einnimmt, als Spende, oder? Super, bist schon genommen, damit war es das. Schönen Abend wünsche ich euch dann noch. So. Und wo siehst du dich in 5 Jahren? Na, ich hoffe immer noch im Roten Rathaus. Erfolgreich. Ja. Jetzt, wir müssen natürlich auch über ein paar ernste Themen sprechen, habe ich auch schon gesagt. Da müssen wir mal durch, weil es gibt natürlich einen Elefant im Raum, über den, dieser rosa Elefant, über den keiner spricht. Alle schweigen sie, aber er steht natürlich trotzdem da. Und wir wollen das heiße Eisen heute auch mal anpacken. Du bist ein Mittwochskind. Du bist am 3. Mai 1978 geboren und Mittwochskinder gelten allgemein als intelligent, kommunikativ und geistig auf Zack. Aha. Wie gehst du mit diesen Vorwürfen um? Ist okay. Ist okay. Also ich weiß, dass ich Stier bin. Das passt auch. Also ich bin netter Stier, ne? Also ich bin eigentlich... Aber Stiere haben ja einen starken Willen und wenn ich mir was vorgenommen habe, dann ziehe ich das auch durch. Ja. Und du bist damit 78, habe ich schon gesagt, jetzt können wir alle mal in uns gehen, welcher Jahrgang wir so sind. Ich? Ist egal. Na, so unterschiedlich ist es doch nicht. Ich habe gelesen, 76 bist du, oder? Ich durfte ich das sagen. Also Jahrgang. Das wird ein sehr kurzes Bewerbungsgespräch. Ich gucke jetzt mal, ob Prinz of Wales schon durch ist. Ja. Vielleicht klappt es ja beim Prinz of Wales noch. Mal gucken. Du bist die Generation Berghain. Allerdings, wenn man wenn man deinem Lebenslauf nämlich glauben, warst du jemals im Berghain gewesen bisher? Nee. Ehrlich nicht. Du bist regierende Bürgermeisterin von Berlin. Ja, ich muss hin, ne? Und warst ja, ich muss im Berghain? Es war auch Corona die letzten 2 Jahre. Ja, aber es ist ja schon ein bisschen länger offen. Ich lasse mir das immer erzählen und dann bin ich mir nicht so sicher, ob ich da... Was erzählen dir die Leute vom Berghain? Och, du... Also, eigentlich müsstest du auch da auf der Gästeliste draufstehen, oder? Ja, wollen wir da mal zusammen hingehen? Was dann? Wir telefonieren mal mit Norbert und dann machen wir uns mal...
Weil ehrlich, ich dachte mir, so ein Tag als regierende Bürgermeisterin von Berlin, das geht ungefähr so aus, also sieht ungefähr so aus, so ausschlafen bis 13 Uhr, das Sektfrühstück. Gegen 15 Uhr stempelt man dann irgendwie so ein paar Ehrenurkunden oder sowas für die Ehrenbürgerinnen von Berlin, für die Neuen. Ab 17 Uhr wird den 100-Jährigen zum Geburtstag gratuliert. Um das 18 stimmt, Uhr, das machen wir. Die 100-Jährigen kriegen alle persönlich unterschrieben Glückwünsche. Um 18 Uhr ruft man die SenatorInnen alle an und fragt, ob sie noch am Leben sind. Und dann 20 Uhr Theater, ne? Ganz klar. Und dann ins Bergheim. Nee, erst KitKat und dann. Ach so. Ja, so ungefähr läuft es ab. Ja. Yes. Ja, nee, wie ist das so? Also wann stehst du morgens auf? Na, spätestens mittags? Um 5. Diese Uhrzeit hat mein Wecker gar nicht. Da haben wir bessere Arbeitszeiten bei uns von der TFT, das kann ich dir auf jeden Fall versprechen. Einer deiner ersten Studentenjobs war in Köpenick bei Bürgermeister Ulbricht. Klaus. Ja, also mein allererster Studentenjob war bei Gillette. Rasierapparate verpacken. Ist eine Berliner Firma, ne? Das weiß man immer nicht. Die sitzen hier unten in Tempelhof. Aber die Verpackung war außerhalb von Berlin, war so ein großes Verpackungswerk in der ehemaligen Hühnerfarm. Und ich habe dann nachts geträumt von diesen Rasierapparaten, die fließbandartig, also... Hast du mal am Fließband gearbeitet? Ja, aber... Man träumt davon, oder? Dann abends, wenn du den ganzen Tag da siehst. Mir ging das so. Ich träume, ich mache ja, also mein Gesicht ist ja Fließbandarbeit. Ach weißt so. Du? Davon träume ich auch manchmal nachts. Ja. Das ist nicht schön. Also normalerweise haben wir immer solche Albträume. Du weißt ganz genau, okay, draußen ist das Publikum, die Titelmusik geht schon los und du stürmst schon auf die Bühne, guckst noch mal kurz in den Spiegel und stellst fest, oh Gott, du bist nackt. Und du hast dein Gesicht noch gar nicht geschminkt. Aber du musst jetzt trotzdem auf die Bühne rauf. Das sind so die Albträume, die man so als Darmdarsteller-Imitator-in so hat. Ist jedenfalls nicht schön. Ist dir aber noch nie passiert. Ist mir, soweit ich mich erinnern kann, noch nie passiert. Allerdings gab es halt auch so manche Nächte im Berghain, da weiß ich ohnehin nicht, was danach gewesen ist. Von daher. Deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig. Aber hast du Angst, dass du nackt ins Büro fährst? Nee, das nicht. Das nicht? Nein. Das ist nicht. Du hast ja Gott sei Dank eine ganze Entourage. Ich sage dann, Frau Giffey, also vielleicht ein bisschen mehr Stoff heute, Martin. Die passen ja alle auf dich auf. Da kann ja gar nichts schief gehen eigentlich, oder? Nee, eigentlich nicht. Trotzdem, bei Klaus Ulbricht, dem Bezirksbürgermeister, bist du gewesen. Und der sagt jetzt vielen von uns wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt etwas. Das, was ich herausgefunden habe, das war auch mal zu DDR-Zeiten, war er der Vorgesetzte noch von Angela Merkel. Das kann sein, weil sie ja in Adlershof geforscht hat. Ja. Und der Wissenschaftsstandort war ja auch zu DDR-Zeiten schon. Ich bin jetzt erstaunt, dass du da... Wo führt der Weg jetzt hin? Ich weiß alles. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich wollte einfach nur wissen, ob du da mal mit Klaus Ulbricht, ob ihr dann manchmal über Frau Merkel... Nee, überhaupt nicht. Gar nicht gesprochen? Nein. Null, war kein Thema? Nee. Hat er sich geschämt oder war es? Nein. Also das war... Nein, hat sich nicht ergeben. Echt, gar kein... Okay. Aber du warst bei ihr im Kabinett gewesen? Ich war bei ihr im Kabinett, ja. Und wie ist die dann so privat? Oder ist privat gar nicht angesagt? Also ich muss sagen, ich habe die ganzen Jahre gut mit ihr zusammengearbeitet und ich habe wirklich, sie ist nicht meine Partei, aber ich habe Hochachtung vor dieser Frau. Auch als ich sie dann näher kennenlernte, die ganze Art und Weise, wie sie auch mit den Leuten in ihrem Umfeld kollegial umgegangen ist. Und ich sag mal, alleine so viele Jahre diesen Job durchzuhalten, und diese auch Anfeindungen und was man da so alles noch so erlebt, ich finde das wirklich bemerkenswert. Und sie hat viel für Deutschland bewegt, viel getan. Und ich habe einfach Hochachtung vor ihr. Mhm. Ganz persönlich als Mensch. Jetzt bist du selber im Alter von 29 Jahren bist du in die SPD eingetreten. Das ist für viele SPDler eigentlich relativ spät. Weil man sagt ja, in der Jugend ist man eher links. Und 29 ist ja dann schon, man ist ja dann ausgereift schon so ein bisschen. Aber da bist du erst in die SPD eingetreten und bist auch gleich praktisch in einem Atemzug noch in den Parteivorstand der SPD in Neukölln reingekommen. Ja. Hast du da eine Wette verloren oder was ist passiert? Nee, also es war ganz simpel. Ich dachte, ich gucke mir das mal. Also ich habe ja überlegt, trete ich in eine Partei ein, mache ich das nicht und so. Und ich habe in Neukölln gearbeitet und war der Europabeauftragte, also auf Neukölln schießt es EU-Kohle in den Bezirk holen.
für alle möglichen Projekte, für Jugendprojekte und Integrationsprojekte und Frauenprojekte und alles so. Und ich habe dann immer gesehen, ja, du machst ein tolles Projekt, ist auch schön, aber das Projekt endet und so richtig viel verändern kann man dann damit nicht. Und ich habe dann überlegt, was kann man eigentlich machen, um an dieser Situation von vielen sozialen Problemlagen, von Kindern, die eben nicht die gleichen Chancen haben, was zu verändern. Und dann war für mich klar, wenn, dann muss es die Sozialdemokratie sein. Und dann dachte ich, okay, guck's dir mal an, habe mich da angemeldet, SPD Hermannstraße. Und dann kam ich da hin und dann haben die gesagt, ja, ja, schön, dass du da bist. Ja, wir suchen hier jemanden, der die Kasse macht. Und naja, das wollte, ist ja, na, kennt ihr das nicht auch, wenn ihr im Verein oder so, wer macht die Kasse? Bist du immer bombensicher? Ja, aber ich geb das doch nicht irgendeiner Person, die da gerade mal klingelt. Und na, sagt, hör mal, ich war... Hallo, habt ihr einen Platz frei? Nein, das war ja, pass auf, das war ja anders. Das war ja so, ich habe ja da schon im Bezirksamt gearbeitet und habe da mit Tausenden von Euro Fördergeldern hantiert. Das wussten die natürlich. Und dann hieß es, na, wenn du Fördergelder machen kannst, kannst du ja vielleicht auch die Kasse für die SPD Neukölln machen. Das habe ich dann gemacht. Und dann kommt man natürlich in den Vorstand, wenn man... Wie reich ist denn so eine Partei? Also jetzt... Neukölln ist wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt die reichste SPD-Gruppe, ja, aber... Das ist jetzt nicht so ein Riesenberg. Ich kann jetzt nicht mehr ganz genau den Kontostand sagen. Aber ja. Also natürlich lebt die Partei immer davon, wie viele Mitglieder sind dabei, wie viele spenden was und wie hoch sind die Mitgliedsbeiträge. Mhm. Und davon hängt es ab und ja, muss man sich kümmern. Jetzt warst du, vor 3 Jahren hat ja der ehemalige Bezirksbürgermeister Buschkowski, der war ja auch so, war das, kann man sagen, dass das ein Förderer war? Oder ja. War das, ja, war er schon. Der hat mich damals eingestellt und dann haben wir 14 Jahre ganz eng zusammengearbeitet. Jetzt hat er vor 3 Jahren allerdings auch so einen Klopper abgelassen. Der hat gesagt, Giffey hat keinen Stallgeruch und verfügt über keine Hausmacht. Außerdem ist sie für die Berliner SPD nicht links genug. So, jetzt bist du 2 Jahre später SPD-Vorsitzende von Berlin geworden, regierende Bürgermeisterin geworden. Weshalb ärgerst du gerne alte Cis-Männer? Also... Naja, ich würde mal sagen, einfach nicht beirren lassen. Und manch einer, der denkt, da ist nicht viel dahinter, täuscht sich vielleicht auch. Ja, und ja. Naja, ist ja öfter mal so, dass man unterschätzt wird. Bei der Merkel war das auch so, ne? Da haben ja auch einige schon mal gesagt, man darf die nicht unterschätzen. Ja. Die ist, die hat mehr drauf, als man so meint. Jetzt bist du nicht alleine SPD-Vorsitzende, auch das wissen viele Leute nicht. Es gibt noch einen anderen, Rahed Saleh. Der wurde allerdings auch schon seit Wochen und Monaten nicht mehr gesehen. Ist der irgendwo im Roten Rathaus in den Katakomben? Oh, das stimmt jetzt aber nicht. Ist der? Na, Rahed Saleh ist ja auch Fraktionsvorsitzender im Abgeordnetenhaus. Ich gucke hier gerade Melanie Kühnemann aus dem Abgeordnetenhaus. Die sieht den, ne? So, also ich sag mal, ja. Es geht ihm gut, ja? Ja. Gut. Na, guck mal, der muss sich um die Fraktion kümmern. Was meinst du, was das für ein Betreuungsaufwand ist? Das stimmt. Also. Entschuldige, natürlich. Naja, ja. Also. Wir haben angekündigt, dass du heute kommen wirst. Ja. Und da haben wir auch, ich habe sowas auch noch nicht erlebt, ich habe das gepostet und dann hat das auch in den sozialen Medien Wellen geschlagen. Wir haben sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Ich meine, guck's dir an, sind alle heute hier. Aber wir haben auch andere Kommentare bekommen. Ja, das ist immer und so. Das ist immer, das, du kennst das schon, ja? Ich habe da mal so ein paar Perlen rausgesucht. Ach. Über den Inhalt will ich gar nicht diskutieren. Bei mir ist was aufgefallen, dass so der Erste, genau. Und ich habe ja so ein schönes Hobby. Ich gehe ja gerne auf die Profile von den Leuten und guck mir, was steht denn da? Ach Gottchen, ja. Transenstar, also so werde ich echt noch nie beschimpft. Also wirklich. Und ich gehe ja gerne auf die Profile von den Leuten und gucke mir die Like-Listen von denen dann an, was die so alles so toll finden. Zeig mal das nächste Bild, weil das ist die Like-Liste von denen. Super. Der nächste Kommentar. So, ja. Und die nächste Like-Liste bitte. Super. Der nächste Kommentar. Die nächste Like-Liste, also die dazugehörige Like-Liste, genau. Dann wieder der nächste Kommentar. So. Und auch bitte bei Kette, es scheint ein echter Name zu sein. Bitte, was war da die Like-Liste? Super. Haben wir noch einen Kommentar? Ja. Ah, da haben wir gleich 3, genau. Also alle 3, das hat es mir einfacher gemacht beim Screenshotten. So. Und jetzt gleich mal 3 Like-Listen hintereinander. So. Ja. So. Und haben wir noch einen? So. Ach, der noch. Und nächster Kommentar. So. Also, ich glaube, das war's. Eindeutiges Täterprofil. Also, nee, aber mal ehrlich, also Punkt 1 ist, wo kommt das alles her? Also ich meine, es kommt wirklich aus einer einzigen Richtung. Mhm.
ihr könnt euch sicher sein, die Profile sind alle nicht echt. Deswegen haben wir die Klarnamen hier auch gezeigt. Also keine Sorge. Nee, aber also erstmal, wo kommen die Leute her und was macht das mit einem, wenn man so einen geballten Hass von anonymen Fake-Profilen ständig zu hören und zu lesen bekommt? Es ist in der Tat immer dasselbe. Also es, und offensichtlich ist es gut organisiert. Also was mich dabei auch bewegt, ist ja, dass ich auch mit ganz vielen auch Frauen spreche, auch Männern, die das ähnlich erfahren und wo man eben auch immer dann, wenn irgendein öffentliches Ereignis ist, dass dann das zunimmt und so. Es scheint sehr gut organisiert zu sein. Mhm. Und man muss halt gucken, dass man das nicht an sich so sehr heranlässt. Ne? Also ich lese natürlich auch viel. Ich habe ja auch selber mein eigenes Facebook, Insta mache ich selber. Und ich gucke mir schon an, was da geschrieben wird. Und ich bin auch eigentlich, wenn andere Kommentare kommen, die auch konstruktiv sind, dann finde ich das eigentlich immer auch eine gute Sache. Also man kriegt ja manchmal auch eine Idee. Man hat Leute, die reagieren, stellen einem eine Frage und man denkt, okay, man hat darüber noch gar nicht nachgedacht, dann ist es gut. Aber solche Sachen sind natürlich unter der Gürtellinie und da muss man, also ich sag mal zur Not, es ist ja auch so, wenn es dann in die Straftat reingeht, dann muss man auch mal eine Anzeige schalten. Ja? Machst du das? Ja. Also, und es gab auch schon welche, die haben sogar gezahlt. Und das ist dann wieder meine Schön. Gute Geschichte. Also nicht an mich, aber... Ja. aber die kriegen dann halt... Ich finde immer bei dieser ganzen digitalen Gewalt, was da so passiert, man muss dann auch einfach mal sagen, okay, jetzt kriegst du mal eine Anzeige und jetzt wirst du mal zur Konsequenz gezogen. Das müsste eigentlich noch viel öfter passieren. Ich weiß auch, dass es für die ganze queere Community... Ist das ja auch ein Riesenthema, ja? Dass man, dass es einfach eine Grenze gibt und dass das, was im Offline-Bereich gilt, dass nämlich Straftaten Straftaten sind, das muss online auch gelten. Und da müssen wir eigentlich noch viel mehr auch Menschen ermutigen dazu, macht eine Anzeige, beschwert euch und wehrt euch dagegen, ja? Weil das kann es echt nicht sein. Und wir haben auch teilweise schon geschafft, dass dann sowas wie Gefährderansprachen laufen. Und die Polizei dann auch mal sagt, man geht dann mal hin und spricht mal mit denen. Und das Interessante, ich habe auch mal in meiner Zeit als Familienministerin, hatte ich dann mal so Leute, die besonders stark gepöbelt haben im Netz, habe ich sie mal eingeladen. Ne? Sind sogar welche gekommen und dann habe ich mit denen geredet und im direkten Gespräch, super freundlich, total schüchtern, da hat sich keiner so benommen. Ja, aber also zu Hause gleich wieder in die Tasten gehauen. Ja, genau. Also es ist auch so dieses Anonyme, man sitzt da halt und schreibt da irgendwas und ich glaube, da muss man echt gegenhalten. Erstens nicht an so sich heranlassen, aber auch gegenhalten. Und das ist für ganz viele Bereiche wichtig. Also wir haben... Auf meiner Seite hat sich da echt einiges abgespielt. Ich weiß aber auch, auf der TFC-Seite haben sich ähnliche Kommentare abgespielt. Die habe ich jetzt nicht alle kontrolliert. Und ich habe auch wahnsinnig viel Unsinn auch gelesen. Teilweise auch habe ich auch Bots gelesen, wo der Satz grammatikalisch einfach keinen Inhalt ergeben hat, tun. Einfach löschen. So. Einfach löschen, genau. Dann bist du jetzt von der, das war ja auch so ein bisschen, sag mal, so, hat so ein bisschen Hintergrund noch Bundespolitik. Und jetzt bist du von der Bundespolitik zurück nach Berlin. Du bist wahnsinnig masochistisch veranlagt, oder? Aber noch nie im Berghain. Ich liebe meine Stadt. Also, ja. Und für mich war das immer klar, ich habe das mit der Bundesebene, das war schön und auch interessant, aber bei mir war immer klar, ich will wieder zurück nach Berlin. Also mir macht es einfach Riesenspaß hier und ich möchte gerne für meine Stadt was machen und auch viel näher dran sein und konkret was bewegen. Und das kann man hier. Du bist jetzt seit noch nicht exakt 100 Tagen, also seit knapp 100 Tagen bist du regierende Bürgermeisterin von Berlin. Und die aktuellen Zeitspannen liegen so zwischen 15 Jahren, wenn man es zusammenrechnet, von Eberhard Diepgen und 5 Monaten von Hans-Jochen Vogel. Wo ungefähr würdest du dich so einordnen? Was ist so dein Ziel? Was denkst du so? Was meinst du? Was wäre toll für dich? Na, also ich sag mal, ich möchte das jetzt erstmal die Zeit, die wir bekommen haben, gut machen. Und es würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir es so gut hinbekommen, dass die Berlinerinnen und Berliner auch nach 5 Jahren sagen, das wollen wir nochmal. Und dafür arbeite ich, dass wir das hinbekommen, dass es so gut ist, dass die Leute sagen, ist in Ordnung. Und das können wir fürs ganze Jahrzehnt denken.
Und so würde ich das auch gerne denken wollen. So ist auch die Politik angelegt, so sind die Ziele angelegt, dass wir das Jahrzehnt insgesamt denken und dass wir uns überlegen, wo Berlin im nächsten Jahrzehnt sein will und sein soll. Und dass Berlin die Chance hat, nicht nur Regenbogenhauptstadt zu sein, sondern auch zu den attraktivsten Kulturstädten, zu einem Wirtschafts- und Technologiestandort, der wirklich im europäischen Vergleich und Wettbewerb Chancen hat und bestehen kann. Da müssen wir doch hinkommen. Kurze Sätze, ne? Du weißt. Ja, ja. Ja, ja. Ich sage ja nur, ein bisschen Inhalt willst du doch hier auch mal. Ich habe gelernt, ja, natürlich. Aber ich meine, guck mal, wenn 30% unserer Zuschauer schauenden da draußen solche Fuzzis sind, die verstehen so lange Sätze nicht. Ach so. Ja, alles, was über Dreiwortsatz hinausgeht, ist eigentlich schon, ist für viele schon zu schwer. Also wirklich, ist hart. Aber gut, ich hoffe, dass ein paar es wenigstens verstanden haben. Ihr könnt übrigens auch unter dieses Video drunter kommentieren. Da wir wissen, was abläuft, werden wir diese Kommentare nicht zeigen. So. Nee, wir machen jetzt ein hübsches Spielchen gemeinsam und dir ist nicht gesagt worden, dass wir Spiele heute machen werden. Nö. Super. Aber Prince of Wales ist schon mal gut. Prince of Wales ist deine Lady Grey? Meine Lady Grey ist großartig. Also ich meine, Und dass man so gesund hier noch zusammenkommt heute Abend. Ja, ja, ja. Man muss einfach auch mal auf einer Bühne sitzen und das teure Eintrittsgeld von den Leuten als Zeit verplempern, indem man Tee trinkt. Ich finde das auch mal ein politisches Statement. Und wir verkaufen das als Kunst. Ich finde das in Ordnung. Wir machen ein schönes Spiel, das heißt Pressekonferenz. Was ist das? Der Witz kommt doch erst noch. Das sind die von den Grünen da hinten. So, die wollen auch mal was Lustiges hier heute sehen. So, also, Pressekonferenz heißt das Spiel. Kennst du es vielleicht? Du kriegst eine Frage von mir gestellt. Auf die erste Frage musst du allerdings mit dem Satz antworten: Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Dann kommt die zweite Frage von mir und darauf gibst du allerdings die Antwort, die du eigentlich zur ersten Frage geben musst. Und immer so weiter. Und immer so weiter. Okay. Ganz so viele Fragen sind es nicht. Es geht, es geht. Bist du noch entspannt? Oder? Ich bin super entspannt. Brauchst du einen Schuss im Tee? Weil das ist ja hier nur Milchtee. So, aber ja, brauchst du was anderes? Na, ist okay. Ja, da draußen ist eine Bar, du kannst dir die Kante heute geben, wenn du möchtest. Ich habe das eigentlich aber ist okay. Du hast es erwartet? Ja. Wirklich? Du, also Tee, wenn ich hätte die Wette verloren, wenn mir jemand gesagt hätte, hier gibt es Tee heute Abend. Ich möchte deine Erwartung nicht enttäuschen. Ja, leg mal was los jetzt, Pressekonferenz. Was möchtest du trinken? Erstmal, du möchtest was... Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Nee, erst die Frage, dann die... Ja. Du hast das Spiel nicht verstanden. Erst die Frage, dann doch, die Antwort. Doch, wir sind doch jetzt wieder im Loop. So. Ja, jetzt, pass auf, jetzt kommt die Frage. So, ein US-Präsident hieß George W. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. So, man schläft in einem? Busch. Genau. Wenn man einen neuen Film sehen möchte, geht man ins? Wo schläft man? Im Bett. Ja. Bett, genau. Man geht ins Bett, genau. Richtig. Also ein anderes Wort für Hospital. Kino. Ja. So, die Mona Lisa befindet sich im? Oh Gott, ich hab's vergessen. Ist halt auch schwierig. Was war die letzte? Anderes Wort für Hospital. Ach, Hospital, Krankenhaus. Ja, nochmal. Die Mona Lisa befindet sich im? Louvre. Du hast wiederholt, okay. Ja, nochmal. Die Mona Lisa befindet sich im? Im Krankenhaus. Ja, super. Ja. Genau. Ein anderes Wort für Schlips? Louvre. Ja. So. Hängt in der Kirche und läutet. Krawatte. Ja. Zum Essen braucht man Messer und? Glocke. Ja. Ein Bundeskanzler der 80er und 90er Jahre hieß Helmut? Gabel. Und was reden wir hier die ganze Zeit? Nicht vorsagen. Ja, cool, genau. Ja, das dann. Danke, liebes Publikum, ist super. Man mag kaum glauben, aber in Berlin ist das eine Abiturprüfung. Also, hast du bestanden. So. Ja, ich habe ja Berliner Abitur gemacht und
Du hast ja, du kommst wo ja... Wo warst du, in welchem, übrigens, Fürstenwalde liegt nicht an der polnischen Grenze, ganz ehrlich. Nein. Ich muss ja gestehen, ich bin ein altes Westberliner Kind. Für mich beginnt die polnische Grenze praktisch an der Friedrichstraße. Ach so. Also es ist. Ich habe es mir schon gedacht. Irgendwie da so da hinten. Nein, du kommst geboren bist du in Briesen, glaube ich. Oder? Nee, ich bin tatsächlich wirklich an der polnischen Grenze in Frankfurt an der Oder geboren. Ach so. Ja, vielleicht hast du das daher. Das kann sein. Ja. Ich bin aber in einem kleinen Ort zwischen Frankfurt und Fürstenwalde. Also Paris, Briesen, Moskau quasi. Bin ich aufgewachsen. Also Briesen war jetzt nicht ganz so verkehrt, ja. Offensichtlich. Ja. Briesen hast du recht. Briesen ist ein bekannter Ort, ist bekannt für politische Exportschlager, sag ich mal. Du bist der eine. Weißt du noch, was der andere politische Exportschlager war? Nee. In Briesen hat die DDR die RAF-Terroristinnen ausgebildet. Also so. Was haben wir jetzt in Berlin von dir zu erwarten? Du, das war im Wald, das hat gar keiner mitbekommen. Aber hast du das, also hast du das auch nicht, hast du es gewusst? Nein, das haben wir erst alles viel später erfahren. Okay. Das war in der Nähe von einem Pionierferienlager und das hat man dann erst viel später erfahren, ja. Aber okay. Es stimmt. Briesen hat bestimmt nicht das Problem, was Berlin hat, nämlich das Problem mit den Wohnungen. Also ich sag's mal so, wir können es ja gleich mal vergleichen. Die Bevölkerungszahl in Berlin steigt stetig. Bei Briesen weiß ich es aktuell gerade nicht. Es ist Berliner Umland. Man merkt natürlich auch, ne? Also die Leute ziehen ins Umland und viele Berliner und Berliner, die pendeln und die dann eben auch sagen, ich ziehe hier raus, weil ich mir das in der Stadt nicht mehr leisten kann. Ja, oder weil keine Wohnung da ist. Es fehlen gerade 80.000 Wohnungen in Berlin, ungefähr. Ich habe es jetzt nicht nachgezählt. Hast du eine aktuellere Zahl? Naja, also es kommt natürlich darauf an, das ist schwierig zu ermitteln, aber auf jeden Fall sind es nicht genügend Wohnungen. Wenn man jetzt sagen würde, man nimmt die Verhältnisse von vor 100 Jahren, dann haben viel, viel mehr Menschen auf viel, viel engerem Raum zusammengelebt, aber unter den Maßstäben, die wir heute haben, fehlen eben die Wohnungen. Du hattest vor 100 Jahren auch nicht mehr Wohnraum, aber mehr Menschen, aber die haben natürlich ganz anders gelebt als heute. Und das, was wir heute brauchen, ist einfach mehr Wohnraum für alle und wir haben ja auch jetzt mit der aktuellen Entwicklung, also wir gehen davon aus, dass wir etwa 60.000 Menschen aus der Ukraine jetzt in der Stadt haben. Viele sind privat untergekommen, viele Menschen haben geholfen, aber natürlich ist das auch alles kein Dauerzustand und der Wohnbedarf wird noch viel, viel größer werden in den kommenden Jahren. Davon müssen wir ausgehen. Musst du mir nichts erzählen. Ich zeig dir mal ganz kurz eine Ecke. Sven, wir haben eine Ecke bei mir gleich, Potsdamer Straße übrigens wohne ich. Mhm. Also da, wo die Reichen und Schönen nicht zu Hause sind. Das ist eine Lücke. Ja. Ist seit ungefähr 35 Jahren steht die leer. Ja. So. Was passiert da? Warum passiert das? Ich weiß jetzt nicht, was es damit auf sich hat, aber solche Lücken gibt es tatsächlich mehrere in der Stadt. Und da musst du ja ganz klar davon ausgehen, okay, irgendjemand gehört dieses Grundstück. Vielleicht hat er sogar eine Baugenehmigung schon. Und vielleicht gehört er zu den 60.000 genehmigten Wohneinheiten, wo nicht gebaut wird in der Stadt. Und dann ist es nämlich klassischer Fall von Grundstücksspekulation. Man lässt das Grundstück so liegen und wartet, dass es einfach mehr wert wird. Und wenn man dann noch eine Baugenehmigung dafür hat und man baut aber gar nicht, wird es noch mal viel mehr wert und es wird weiterverkauft an den Nächsten, der dann auch wieder damit spekuliert. Und das ist, wenn das so ist, der Fall, ich weiß jetzt nicht, ob ich ja, das, ja, ja, ja. Aber wenn es so ist, dann ist das eine Sauerei. Und dann muss man dagegen vorgehen. Also ich kann dir... Und deswegen, also ich sage das nochmal wirklich, wir haben für 60.000 Wohnungen in der Stadt Baugenehmigungen, die sind da, ja? Aber es ist nicht begonnen worden auf zu bauen. Auf dem Papier. Auf dem Papier. Ja. So, und da finde ich, muss man hinterhergehen. Da ist viel Behördenfleiß reingeflossen, ja, um diese Baugenehmigung zu erstellen. Und ich finde, und das haben wir uns auch vorgenommen, dass wir wirklich den Leuten auf die Finger gucken müssen. Wenn jemand eine Baugenehmigung hat, dann muss er auch bauen. Und dann kann es nicht sein, dass die Sachen ewig rumliegen, denn sonst müssen die Baugenehmigungen erlöschen. Da werden dann alle ganz nervös, wenn es nämlich passiert, dass sie erlöschen, weil dann sinkt ja wieder der Wert. Und insofern, das ist ein Riesenthema, Grundstücksspekulation in der Stadt, da müssen wir uns drum kümmern. Das Bild ist zu lange geantwortet. Ja, ich weiß, ja. Das Bild ist mindestens 10 Jahre alt, also mittlerweile ist dort wirklich ein ganzer Urwald schon gewachsen und es ist kein Scherz. Und dort an der Wand oben findest du übrigens dann das Bild vom Türsteher des Berghains, aber den kennst du ja wiederum nicht. Von daher hilft es auch nicht weiter. Wahrhaftig, jetzt die aktuellen genehmigten Baugenehmigungen sind unter Rot-Rot-Grün gesunken, die Anzahl ist jetzt nicht mehr so viel geworden und die Mieten haben sich gleichzeitig innerhalb der letzten 10 Jahre ungefähr verdoppelt. Ist schwierig, sage ich mal so. Jetzt gab es einen Bürgerentscheid letztes Jahr,
Mit 59,1% hat man dafür gestimmt, doch bitte die Deutsche Wohnen zu enteignen, beziehungsweise zu vergesellschaften irgendwie. Und du bist ja eine ganz große Freundin davon. Naja, also ich sag mal so, ich finde immer, man muss sich gut überlegen, welches Mittel man einsetzt, was dann auch wirkt. Und man muss auch sich überlegen, welches Mittel man einsetzt, was mit der Verfassung und unserem geltenden Recht vereinbar ist. Und ich finde, dass dieser Volksentscheid, bei dem ja 59,1% derjenigen, die ihre Stimme abgegeben haben, gesagt haben, ja, wir wollen das, ein sehr ernstzunehmendes Signal ist. Also wir können jetzt nicht einfach sagen, das interessiert uns nicht, sondern wir müssen uns dieser Sache annehmen und deshalb auch prüfen, was man tun kann, um dem Anliegen dieses Entscheides zu entsprechen. So, und das Anliegen ist, bezahlbarer Wohnraum in der Stadt, gegen Wuchermieten vorgehen, mehr Wohnraum schaffen. Das ist das Anliegen. Und das ist ein Anliegen, was eins der prioritären Anliegen sein muss für diese Legislatur. Das haben, und auch darüber hinaus für das ganze nächste Jahrzehnt. Das haben wir uns auch vorgenommen. Ob Enteignungen das richtige Mittel sind und das rechtlich wirklich auch Mittel, was verfassungskonform ist, das muss man sich sehr genau ansehen. Und deswegen haben wir uns ja auch vereinbart im Koalitionsvertrag, dass wir eine Expertenkommission einrichten, die sich genau mit dieser Frage beschäftigen soll und auch aufzeigen soll, wie und in welcher Form kann sowas gehen. Ist die schon gegründet worden, die Expertenkommission, oder kommt das erst im vierten oder fünften Jahr? Nein. Das also, wir haben ja eine ganz klare Zusage gemacht. In den ersten 100 Tagen wird die Expertenkommission eingerichtet und eingesetzt. Und das ist jetzt sehr intensiv alles vorbereitet. Und wir werden am 29. März noch in den ersten 100 Tagen über die Einsetzung beschließen. Dann werden auch die Namen bekannt gegeben. Wann sind die 100 Tage beendet? Am 31. März. Das ist wirklich, also es könnte jetzt, da darf nichts mehr schiefgehen. Wenn da einer Corona hat, ist die ganze Sache schon. Nein, wir werden das. Das ist einfach. Das wird alles, ich sag mal, das ist nicht so ein einfaches Thema. Wir haben natürlich da auch intensive Diskussionen gehabt, aber wir sind jetzt soweit. Die Kommission wird eingesetzt, es gibt einen Senatsbeschluss, ist alles vorbereitet und ja, in 9 Tagen jetzt wird beschlossen und eingesetzt und dann. Zeit läuft, tick-tack. Genau. Also, ich bin sehr gespannt. Und ansonsten, was machst du ansonsten noch gegen diese steigenden Mieten, gegen den Wohnungsmangel? Also wir haben ja ein Bündnis gegründet für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen. Denk dran. Kurze Sätze, ich sag's nochmal, ne? Okay. Zeit rennt. Naja, und da geht, also wir müssen ganz kurz und knackig, wir müssen alle zusammenholen, die in der Stadt was machen. Die städtischen Gesellschaften, die Genossenschaften, die privaten Akteure. Wir brauchen Wohnungsbau, wir brauchen 20.000 Wohnungen im Jahr, die gebaut werden. Und dafür muss man alle Kraft bündeln. Und ich bin dafür, dass wir wegkommen vom Gegeneinander, sondern wirklich von Zusammenarbeit. Und Berlin hat schon so viel geschafft, immer dann, wenn die Leute zusammengearbeitet haben. Das sieht man bei der Flüchtlingssituation jetzt, man hat es gesehen, beim Impfen, bei Corona, wir haben viel geschafft und man kann das Thema Wohnungsbau und bezahlbares Wohnen auch zusammen schaffen. Aber da müssen alle was zu beitragen, die Privaten genauso wie auch die städtischen und die Genossenschaften und natürlich auch das Land Berlin, dass wir nämlich den Leuten auf die Finger klopfen, die mit Wuchermieten unterwegs sind, dass es Konsequenzen gibt, wenn jemand Mietverträge schließt, die einfach nicht in Ordnung sind. Ja? Und dass wir eben all die rechtlichen Möglichkeiten, die wir haben, auch einfordern und einklagen, Mietpreisbremse und so weiter. Ich kann dir von dem Kiez zumindest sagen, dort in der Gegend sind relativ viele Wohnungen entstanden. Das ist total super. Leider zum Großteil Eigentumswohnungen. Mhm. Und wenn man dran vorbeifährt, stellt man fest, es ist eigentlich fast nie einer in diesen Wohnungen. Es gibt so einen schönen Trend. Früher hatte man Yachten in diversen Häfen irgendwie. Heute heißt es, ich habe eine Wohnung in Paris, ich habe eine Wohnung in London, eine Wohnung in New York, eine Wohnung in Moskau, ist jetzt nicht so viel Welt mehr, aber eine Wohnung in Berlin, dann zum Beispiel in Rom. Und diese Wohnungen sind alle verkauft, werden aber nicht genutzt. Da ist wahnsinnig viel Platz. Kann man das irgendwie auch einschränken, sage ich mal? Ja, da sind wir wieder beim Thema, welche Wohnungen werden gebaut. Es geht ja nicht darum, irgendwelche Wohnungen zu bauen, sondern es geht darum, Wohnungen zu bauen, die sich die Leute leisten können und wo auch die Berliner und Berliner drin wohnen. Und deswegen muss man ganz klar sagen, all das, was jetzt gebaut, genehmigt wird, wo wir sagen, es gibt Förderung dafür, dann muss klar sein, das müssen bezahlbare Wohnungen sein, wo die Leute auch ganz normale Menschen drin wohnen können. Und nicht nur, wir haben ja auch teilweise im Sozialwohnungsbau, wird dann gefördert, das ist schön, aber dann hast du entweder Luxuswohnungen oder Sozialwohnungen. Und die Leute, die eigentlich normal berufstätig sind, die sagen ja, toll, ich kann mir jetzt hier entweder nichts mehr leisten oder ich habe nicht den Zugang. Und für diese mittlere Gruppe, da müssen wir was machen. Und deswegen ist eben das geförderte Segment, kann nicht nur
im Sozialwohnungsbereich sein, sondern muss auch im mittleren Preissegment, damit sich die normalen berufstätigen Leute hier auch noch eine Wohnung leisten können. Und so werden wir auch unsere Wohnungsbauförderung in Berlin ausrichten, dass man eben mehrere Stufen hat. Ja? Und dass wir die Berliner Mischung erhalten, darum geht es ja. Berliner Mischung ist ein wichtiges Thema, weil da gibt es teilweise wirklich Kieze. Ich sage jetzt mal, da wohnt wirklich noch die alte Rentnerin in einem Altbau mit Ofenheizung. Rings um sie drumherum sind nur neue Eigentumswohnungen gebaut worden. Der kleine Bäcker unten, irgendwie, den sie da früher mal hatte, der ist raus. Da ist jetzt irgendwie, ich möchte jetzt nichts Beleidigendes sagen irgendwie an der Stelle, aber was sehr Modernes und Hippes plötzlich eingezogen. Damit kann die gute Frau nichts anfangen. Und sie kann sich dort auch nichts kaufen, weil der Laden viel zu teuer ist. Also muss sie umziehen, weil sie in ihrem Umfeld nichts mehr für den eigenen täglichen Bedarf kaufen kann, weil es alles zu teuer ist. Also das ist diese Gentrifizierung, die da unglaublich hart zuschlägt. Die greift also wirklich da stark um sich. Ein wichtiger Erhalt für uns sind queere Schutzräume. Und da gab es auch einen Trend in den letzten Jahren, dass viele, gerade Vereine, Projekte und sowas alles, die nicht staatlich gefördert sind, dass die sich teilweise die Miete, ich sag mal, innerhalb des S-Bahn-Ringes gar nicht mehr leisten konnten, dass die rausziehen mussten aus dem S-Bahn-Ring und das sind natürlich deutlich unattraktive Gegenden. Wir haben ja den Neuendorf-Kiez, der ein oder andere kennt es vielleicht, von oben, wo wir sehr, sehr viele queere Einrichtungen einfach haben, aber auch die bangen mittlerweile um ihre Existenz, ob sie sich nach der nächsten Mieterhöhung dort das Lokal noch leisten können, weil wenn dann ein lesbisches Café oder eine schwule Bar oder ein queeres ein Kulturhaus irgendwie zumacht und rausgeht, dann kommt da nicht automatisch was Neues Queeres rein, weil dann kommt in der Regel irgendwas Heteronormatives rein. Was unternimmt der Berliner Senat, was unternimmst du als regierende Bürgermeisterin dagegen, dass das passiert ist, dass dieser Kiez dort kaputt gespart wird? Also zunächst mal finde ich, dass wir den ganzen Neuendorf-Kiez begreifen müssen, wirklich auch als Kulturerbe unserer Stadt. Das ist ja was ganz Besonderes. Kriegen wir das hin, da Weltkulturerbe draus zu machen? Ich finde das wichtig. Da haben wir schon mal drüber geredet. Ja, ne? Haben Jurassic wir schon mal. Parker. Ja, wir, also genau. Wir müssen den Namen von Jurassica nicht weiter erwähnen. Die hatte gestern ihre Show. Ich dachte, ihr vertragt euch. Ja, aber nicht vor der Kamera. Vor der Kamera kommt das Bitchige wesentlich besser rüber. Liebe Jurassica, wir lieben dich. Okay. Aber darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Ne? Ja. Ob man das, also in der Tat müsste man, ich habe jetzt kein Konzept hier vorbereitet, ja, sondern ich. Ach so. Ja, das. Gibt einen Minuspunkt. Ne? Naja. Also ich habe aber mit euch darüber schon mal gesprochen. Ich habe gehört, dass ihr euch das wünscht und man müsste in der Tat mal sich anschauen, was das für Voraussetzungen hätte. Ja, wir haben ja mehrere Weltkulturerbe-Orte hier in der Stadt und es gibt ja auch zum Beispiel die Hufeisensiedlung. Haben wir schon erwähnt, Jurassica Parker. Weltkulturerbe-Siedlung. Also es gibt natürlich immer Punkte, die dann dazu führen, dass etwas ins Weltkulturerbe auf. Dafür müssen wir uns erstmal bewerben. Ja? Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man mal überlegt, sowas anzuschieben, dass man zumindest mal prüft, gemeinsam mit euch, das hat ihr auch damals mal angeboten, dass man sich mal erkundigt, was hätte das damit auf sich. Ich meine, es ist einzigartig in Europa, das muss man sagen. Und was würde es bedeuten, wenn man das versuchen wollen würde, als Weltkulturerbesiedlung hinzubekommen? Und ich habe euch das damals gesagt, das war noch im Wahlkampf. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe jetzt in den ersten 100 Tagen das noch nicht angegangen. Aber, ja, ich weiß. Aber dieser Abend, aber guck mal, ich bin da, ja. Ich bin heute zu euch gekommen, ich nehme das noch. Also, wir nehmen das mal mit, ja? Wir nehmen das mit. Ich nehme das mit und ich weiß auch, dass unser Wirtschaftsstaatssekretär heute hier im Publikum sitzt. Michael, machst du dir eine Notiz bitte? Ja? Okay. Der schreibt in Steno alles mit. Wir machen einen. Ganz kurz. Genau. Also, wolltest du noch was sagen dazu oder können wir zum nächsten Spiel übergehen? Es kommt darauf an, ob du fandest, die Frage beantwortet. Also, die Frage war, meiner Meinung nach, war sie beantwortet. Okay. Ja, ansonsten. Ansonsten müssen wir natürlich sagen, was du ansprichst, die queeren Räume, das sind natürlich auch Orte, wo es einfach um auch Gewerbemieten geht. Ne? Und die Frage, was machen wir für den Schutz der Gewerbemieten? Und das ist ein riesen wichtiges Thema in Berlin. Und wir werden auch darum uns kümmern. Also das Wohnungsbaubündnis, was wir jetzt gegründet haben, zielt nicht nur auf die Frage, wie kriegt man bezahlbaren Wohnraum, sondern wie erhalten wir die Berliner Mischung? Und dazu gehört ein Gewerbe auch dazu. Also all das, was so ein Kiez ausmacht, ist ja nicht nur das Wohnen. Und wenn ich sage, wir wollen Wohnungen
bauen, geht es ja auch nicht nur darum, dass man jetzt die Schlafstädte oder die sozialen Brennpunkte der Zukunft baut, sondern das sollen ja lebenswerte Städte sein. Das soll ja, es soll ja eine Mischung sein. Und also mittlerweile entstehen ja überall, wo dann sowas rausgeht, mittlerweile so Räumlichkeiten, wo man sich als ein Mensch AG irgendwie dann so einen Bürotisch mieten kann für teuer Geld. Diese Coworking Space. Ja, super, liebe ich, ist großartig, sensationell. Also wenn der Arbeitsschutz da mal durchgehen würde, dann hätten die wahrscheinlich ihre wahre Freude, aber... Brandschutz und Co. alle mal irgendwie bei der Gelegenheit. So, wir machen ein nächstes Spiel und jetzt, wir haben ja nicht nur deine Bewerbung erhalten, sondern ein paar Bewerbungen erhalten, um ein neues Schattenkabinett zusammenzustellen. Das Tolle ist, wir haben genau ausreichend Bewerbungen erhalten, um genau zu sein, es ist eine Bewerbung zu viel reingekommen. Mit dir möchte ich jetzt gemeinsam das Schattenkabinett zusammenpacken. Dazu bekommst du von mir sämtliche Ministerien, die aktuell gerade interessant sind. Und du hast die Möglichkeit, eine einzige Person jetzt rauszuwählen mit dem Satz, hat bei einer demokratischen Abstimmung leider nicht die Mehrheit geholt. Und alle anderen müssen allerdings jetzt eingeteilt werden. Also überleg dir gut, wen du rausschmeißt. Was ist denn ein Transleramtsminister? Ist das... Ich habe schon eine Idee, wen ich streichen würde bei der Besetzung. So, wir gehen mal durch. Die erste Bewerbung ist diese Person hier. So, ich dachte, Neuköllner, das passt doch irgendwie, oder? Kurt Krömer ist das übrigens. Kennst du Kurt Krömer? Ja. Ja, super. Welches Ministerium würdest du dem gerne zuordnen? Ich sitze gerade sehr merkwürdig hier, aber es geht nicht anders. So. Jetzt ist ich soll das jetzt zu, okay. Ja, das ist das Spiel. Das okay. Ist so. Ach Gott. Nee, Margot Reich. Ja. Warum geht nicht alle auf so ein Podest? So. Dem geben wir mal Ernährung und Landwirtschaft. Ernährung und Landwirtschaft. Ja gut, die nächste bitte. Clementine. Gesundheit. Gesundheit, Hatschi. Dann haben wir die nächsten. Ist gerade bekannt geworden durch ein kleines Insta-Video, als er sich über die Spritpreise aufgeregt hat. Und wie sagte er es so schön, wir müssen was da tun. Nicht nur die armen Menschen, sondern auch die, die richtig anständig arbeiten. Irgendwie müsste man auch noch entlasten. Fand ich sehr sympathisch übrigens. Ist der Ministerpräsident vom Saarland. Ja. Was gibst du dem? Können wir es nochmal zurückstellen? Ich stelle den mal zurück, ja, okay, eigentlich nicht. Der ist nicht, doch im Wahlkampf ja. Gerade, der hat ja eigentlich, na gut, okay. Ja, es wird wahrscheinlich sein letzter sein. So, also so wie es aktuell gerade aussieht, das ist der Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer. Dann die nächste bitte. Also die muss rein. Oh. Na, da würde ich wirklich sagen, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ach. Dann. Ja. Verteidigung. Ruhe jetzt hier. So, die nächste bitte. So, Harry Potter. Claudia Roth, Entschuldigung. Ja, ist ja Beauftragte für Kultur und Medien jetzt gerade. Ja. Hast du jetzt hier aber nicht auf der Liste. Nee, ist ja auch kein Ministerium. Nee, die sitzt mit im Kanzleramt. Ja, Ministerin für besondere Aufgaben vielleicht. Ministerin für besondere Aufgaben, ja. Das wäre dann die... Transleramtsministerin wäre sie dann, ne? Genau. So, dann, der nächste bitte. Also Verkehr hatte er schon mal. Naja, dann kriegt er wieder Verkehr, oder? Aber ist auch nicht so gut. Auch nicht so gut, nein, okay, ich zieh's zurück. Justiz, machen wir Justiz. Justiz. Was sagt denn das Publikum hier? Also, wisst ihr, man kann... Dann stellen wir den auch noch mal zurück. Sag mal. Ich weiß ja jetzt nicht, was noch kommt. Ich muss ja erstmal die Geruchsgesamtheit sehen. Ja, das ist das Schwierige an dem Spiel. Ach so. Das ist das Schwierige an dem Spiel. Na, wer weiß, wer noch kommt, wenn ich nur einen rausschmeißen kann? Ja, also okay, wir stellen den mal zurück, aber eigentlich gilt das nicht. Ne? Also wir haben jetzt zwei zurückgestellt. Wir haben schon zwei zurückgestellt, zwei Männer übrigens, die du zurückgestellt hast. Stell ich nur gerade fest. Ja wir kommen zur nächsten Dame. Ja. Carmen Geis.
Die kann sich mal um Arbeit und Soziales kümmern. Ja, du, ganz ehrlich, mein Sohn guckt das öfter. Und, darf ich jetzt gar nicht sagen, irgendwie so. Sag mal, aus was für einem bildungsfernen Haushalt? Und dann sage ich immer, was für ein Scheiß, ja. Und dann, aber irgendwie ist es ja faszinierend auch, wie man wirklich jenseits von allem, was sonst so in der Welt passiert, einfach nur den eigenen Luxus pflegen kann. Das ist schon irgendwie faszinierend. Insofern ist es gut, wenn jemand mal Arbeit und Soziales. Wenn die sich mal um Arbeit und Soziales kümmert, vielleicht wird es dann. Das war's. So, dann der nächste. Noch so ein Profi. Siehst du, deswegen habe ich gesagt, man weiß nicht, was. Ist der schlimmer als der Dobrindt, ja? Ist der, ja, er kennt viele offensichtlich. So. Ja, also möchtest du den gerne raushaben? Verbraucherschutz. Verbraucherschutz. Ja, das war's dann mit der Ernährungsampel, die kriegen wir dann auch nicht mehr dorthin. Nee, wir haben ja, guck mal, wir haben schon Kurt Krömer für Ernährung jetzt gesetzt. Ach so, ach ja, stimmt, okay, hast du recht, ja. Wo haben wir den Verbraucherschutz? Den habe ich gar nicht. Den hast du bei Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Ah, nukleare Sicherheit. Gottes Willen. Kann man auch nicht machen, wa? Das nukleare Sicherheit. Weißt du, was da draußen los ist in der Welt? Ja, okay, dann müssen wir das auch nochmal, okay, dann zurückstellen. Guck mal, also ich finde, wo er wenig Schaden anrichten kann, ist Wohn-, Stadtentwicklung und Bauwesen. Nee, da passiert nichts. Von daher. Dann machen wir wirtschaftliche Zusammenarbeit. Wirtschaftliche und Entwicklung. Zusammenarbeit. Da ist die nächste Kriegserklärung schon vorprogrammiert. So, dann haben wir. Ist hart, oder? Mein Gott. Ja. Margot. Ja, mein Gott, Margot. Ja, das ist. Ja, noch mehr zurück. Machen wir Finanzen. Was hättest du denn gern? Ihr habt jetzt schon viermal rausgesagt, ja? Ja. So geht es aber nicht. Nee, die geben sich auch keine Mühe. Das ist wirklich, das ist sehr. Nee. Dann kommen wir zur nächsten. Da machen wir jetzt, Verteidigung haben wir schon vergeben. Ja. Achso, ich hab dir. Ich würde mal sagen Innenministerium. Ich war ganz fies. Innenministerium, das ist super. Genau, pass auf, ich gebe dir mal ganz kurz diese Karte hier. Gib mal ganz kurz deine, weil ich bringe dich kurz auf dem aktuellen Stand, weil ich habe dir vergessen, den Stift zu geben. Das war natürlich auch total fies. Und wir machen die nächste Kandidatin. Aber ich, nächsten noch Kandidaten. Kann ich es mir merken. Das finde ich sensationell, ich nicht. So, guck mal, der macht das Außenministerium. Die nächste, bitte. Raus. Raus. Hat bei einer demokratischen Wahl nicht die mehr absolute Mehrheit. Ja. Jetzt ist mein Joker. Jetzt ist der, jetzt gut, dass ich gewartet habe. Ja. Wenn das mal nicht zu früh war. Der nächste. Autsch. Aber den kennst du ja sehr gut. Senioren ist schon vergeben. Senioren ist schon weg. Haben wir schon. Also wir hätten noch Klimawirtschaft, wir hätten Digitales und Verkehr. Dann haben wir Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit. Wir geben mal, Heinz Buschkowski, geben wir mal Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen. Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen. Das würde der ja nicht so schlecht machen. Ja. Ja, ja. Dann traust du was zu. Die nächste. Ricarda Lang. Ja, na, wir haben ja noch jetzt Klima und Wirtschaft und dann haben wir noch, aber Umwelt haben wir schon jetzt vergeben. Nee, Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit haben wir nicht vergeben. Haben wir nicht, haben wir zurückgestellt. Haben wir zurück, ja, genau. Na, dann kriegt sie Umwelt, Naturschutz. Sie kriegt Umwelt, alles klar. So, die nächsten gibt es nur im Doppelpack. Da wäre nukleare Sicherheit auch ganz. Digitales und Verkehr. Digitales. Mit Verkehr kennen Sie sich beiden sehr gut aus. Dann gehen wir weiter zu. Ja.
Bist du jetzt schon durch? Nee. Nee, noch nicht ganz. Mhm. Ich habe jetzt witzigerweise hab noch zwei übrig. Offensichtlich haben wir eins doppelt belegt. Es fällt nicht weiter auf. Sucht ihr aus Klima und Wirtschaft oder Bundeskanzlerin? Gottes Willen. Ja, doch, das, ja, Bundeskanzlerin kannst du auch sagen, wenn du willst. Bildung und Forschung haben wir noch offen, oder? Haben wir Bildung und Forschung schon vergeben? Nee. Bildung und Forschung ist schon. Ach nee, stimmt, das ist offen. Das war's, genau. Das ist offen. Also Bildung oder lieber Klima und Wirtschaft? Tja. Ich würde mal sagen Bildung. Bildung. Ja? Okay, Bildung. Und? Ja! Na, du musst ja Bundeskanzlerin werden. Du hast oder? Es verstanden, das Spiel, das ist ja. Super. Hast du super gemacht. So, Das war ein tolles Bild. Können wir jetzt noch mal sehen? Kurz. Mal gucken. Wow, oder? Nein, das Bild ist nicht älter. Was ist denn das für eine. Das sind keine 20 Filter. Wir haben damals Bilder so gemacht, indem wir die Linse mit Vaseline eingeschmiert haben. Das war ganz normal damals. So, Bildung ist so ein Steckenpferd von dir, ne? Hast du? Das ist also, der Grund, warum ich überhaupt mal angefangen habe, in die Politik zu gehen, ja. Du setzt dich für die Kindergartenpflicht ein, für die frühkindliche Förderung, für die Verbeamtung von Lehrkräften aufgepasst hier in Berlin. Ja. Das ist ja, jetzt du, alles wir sind das letzte Bundesland, was nicht verbeamtet. Und dann wundern wir uns, dass die Leute uns abhauen. Du kannst nachdem, wir sind das letzte Bundesland, einen Punkt setzen. Nee, wo Berlin ist, ist vorne. Ja? Damit fängt es immer an. Und weißt du, was wir in Neukölln immer noch gesagt haben? Und sollten wir mal hinten sein, ist eben hinten vorne. Ja. Ja? So, also, ich sag mal, damit fängt es immer an, dass ja. Der Berliner mal ein bisschen stolz sein muss. Auf seine Stadt. Und das können wir übrigens auch sein. Jetzt mal ganz ernsthaft, du bist heute in Blau-Gelb gekleidet. Ja. Ganz ernsthaft, was gerade die Berliner und Berliner leisten in unserer Stadt. Wir machen mehr als alle anderen Bundesländer zusammen und wir zeigen wirklich, dass Berlin Stadt mit Herz ist. Und da kann man echt stolz sein. Das muss man sich auch nicht erzählen lassen. Auch nicht von dem Söder, dem werden wir noch öfter mal zeigen. Dass, ja. Na, ganz ehrlich. Du hast es schon gesagt. Ja, du. Berlin ist ganz oft viel besser als sein Ruf. Ja? Ich kann mir jetzt mal ganz kurz nach draußen streamen. An die lieben ZuschauerInnen da draußen. In Berlin kommen gerade mehr Flüchtlinge pro Tag an, als in der Hochzeit von 2015 hier Flüchtlinge angekommen sind bei uns. Über 10.000 sind es pro Tag, glaube ich. Mhm. Was ist eine aktuelle Zahl noch irgendwie? Ja, nein. Genau. Über 10.000. Und wir haben jeden Tag in unseren landeseigenen Unterkünften jeden Abend über 1.000 Menschen unterzubringen. Und das ist eine Riesenleistung. Aber es heißt eben auch, dass ganz viele Menschen, die hier ankommen, entweder weiterreisen oder privat unterkommen. Bei den Berlinerinnen und Berlinern, die gerade unheimlich mithelfen, ja, in der ukrainischen Community und so weiter. Das würden wir sonst gar nicht alles schaffen. Und das ist der Wahnsinn, was gerade passiert. Und das muss man einfach wirklich würdigen, was hier gerade die Stadt leistet. Berlin ist Vorbild. Und jetzt, wo wir gerade sitzen, ist ja auch das große Friedenskonzert am Brandenburger Tor, wo 15.000 Menschen da, wo auch sich Leute zusammentun, die große Demo am Großen Stern. Das ist einfach super beeindruckend, wie die Berliner und Berliner gerade stehen, zusammenhalten für den Frieden und dafür, dass wir ein Zeichen von Freiheit und von Demokratie hier auch setzen. Und das ist einzigartig in Deutschland. Da kann man auch mal stolz drauf sein, finde ich. Und ich kann es allen Leuten nur wirklich empfehlen, wenn ihr das mal sehen wollt, am Hauptbahnhof, fahrt dort mal hin und begreift diese Situation, was sich dort abspielt. Einerseits kommen einem die Tränen, weil das Elend so schrecklich ist, diese gesamte Situation einfach. Und andererseits diese Offenherzigkeit, es kommt dann auch eine unglaublich große Rührung, wie groß das Herz der Berliner ist. Das größte Organ noch direkt noch vor der Schnauze, würde ich sagen. Genau. Vor der Berliner Schnauze. Nee, und apropos Schnauze, wenn jemanden kennt, der ukrainisch oder russisch kann, das ist im Moment die große Mangelware, also Leute, die Sprache können. Wenn jemand, den man kennt, wirklich hingehen zum Bahnhof, zum Zopp oder auch nach Tegel, wir brauchen unbedingt noch Leute, die übersetzen können. Das ist im Moment das ganz große Thema, weil viele, die kommen, können kein Englisch. Wir haben heute in Tegel 40% Kinder, die dort sind. Es sind viele, viele kleine Kinder, kleine Babys und so weiter. Und gut, da brauchst du jetzt keinen Dolmetscher, aber ich sag mal,
für die Gesamtsituation ist es einfach jetzt ganz wichtig, dass die Leute auch jemanden haben, der ihnen erzählt, erklärt, wo gibt es Hilfe, wo kann man, alleine schon, wir haben ja so ein großes Landesportal gemacht, berlin.de/Ukraine, dort gibt es alle Infos, auch auf Ukrainisch, auf Russisch, auf Englisch, aber die Leute müssen ja erstmal das finden, wo sie Informationen bekommen, was jetzt passiert und wie ihnen weitergeholfen werden kann. Und deswegen ist es gerade total wichtig, also wenn ihr jemanden kennt, der Russisch oder Ukrainisch kann, bitte einfach hingehen, sich freiwillig melden als Volunteer, einfach da sein, mit den Menschen reden, übersetzen, den unseren Hilfsorganisationen helfen beim Übersetzen, das wäre super toll. Ich kann unglaublich schwer da so machen, aber ich muss es leider machen. Wir müssen uns kurz fassen, natürlich, die Zeit rennt ja wahnsinnig schnell. Du hast auf jeden Fall jetzt für dein, wie heißen die nochmal, Senatorin, genau, hast du für... du stehst für einen Inhalt, der eigentlich im krassen Widerspruch zu dem steht, was die letzten 25 Jahre hier gemacht worden ist. Und die letzten 25 Jahre hatte die Berliner SPD die Bildungspolitik hier in der Verantwortung. Und jetzt hast du etwas gemacht, was völlig neu ist in der Politik ganz allgemein. Du hast eine Person aus dem Bereich genommen, also eine echte Kompetenz, und hast sie zur Senatorin ernannt, Astrid Sabine Busse. Ist das jetzt der neue Trend, kompetente Leute an richtige Stellen setzen? Also ich sag mal so, ich kenne Astrid Sabine Busse seit vielen, vielen Jahren. Die hat eine Schule in Neukölln, eine der wirklich mit den schwierigsten Ausgangsbedingungen eine Schule in Neukölln zu einer Schule gemacht, wo die Kinder geweint haben, wenn Ferien waren, weil sie nicht ins Freizeithaus konnten, weil sie all die tollen Angebote nicht waren. Wirklich ohne Scheiß, wirklich, muss man sagen. Und die hat sich da durchgesetzt. Ich bin ja auch in Berlin zur Schule gegangen und ich kann mir das nicht vorstellen. Geh mal in die Grundschule in der Kölnischen Heide, dann wirst du sehen, was Astrid Busse da gemacht hat. Und bei mir haben die Lehrer geweint, wenn die Ferien vorbeikamen. Ist ja also gut. So, und ich sag mal, die Frau hat über 40 Jahre Berufserfahrung, die hat eine Schule über Jahre geleitet, die weiß wirklich, wie Schule funktioniert. Und für mich war das wichtiger, da jemanden in der Position zu haben, der weiß, wie Schule funktioniert, der kann keiner was erklären, wie ein Vertretungsplan läuft und auch all die anderen Dinge, die damit zusammenhängen. Das war mir wichtiger, als zu sagen, das muss jetzt jemand sein, der schon 30 Jahre Politerfahrung hat. Und diese Entscheidung ist eine mutige Entscheidung, weil natürlich jemand, der dieses ganze Politgeschäft nicht kennt, an den Stellen dann auch Unterstützung braucht. Ja. Aber das haben wir genug. Davon haben wir genug Unterstützungsmöglichkeiten. Ich glaube, dass es wichtig ist, und deshalb ist ja auch der Wirtschaftssenator jemand geworden, der selber auch aus einem Unternehmen, der jahrelang ein großes Familienunternehmen mit 3000 Mitarbeitern geleitet hat, der genau weiß, was Wirtschaft in Berlin braucht. Das sind die beiden Bereiche, wo es sehr viel Fachverstand aus dem eigenen praktischen Erleben braucht. Und deswegen haben wir die Entscheidung so getroffen und ich bin da nach wie vor von überzeugt, dass es richtig war. Kompetenzen. Jetzt habe ich eine Frage, und zwar also ich wurde seinerzeit in der Schulzeit, damals vor dem Krieg, wurde ich ja, also ich, beispielsweise Sexualkundeunterricht, ich wurde über Jahre hinweg immer mit heterosexuellem Sexualkundeunterricht penetriert. Und es war, es hat mich, ich habe es nie benötigt im Leben, das kann ich schon mal verraten. Nie. Ja, es hat mir nie weitergeholfen, da war der Dreisatz sinnvoller, ehrlich gesagt. Und sogar Ableitungen waren sinnvoller in meinem Leben. Erste und zweite und so weiter und so fort. Nein, aber mal ganz ehrlich, es gibt in Berlin kein einziges zugelassenes Schulbuch, in dem queere Themen irgendwie drin vorkommen oder das queere Thema beschäftigen. Woran liegt das und warum kann man das nicht ändern? Also ich meine, ich will jetzt ja nicht, dass die alle Kinder jetzt nur jetzt irgendwie über Homosexualität was lernen, aber so ein bisschen Info wäre halt schon zu dem Thema auch schön. Mehr vielleicht als nur, ich darf das ganz noch erzählen, wir haben damals dann einen Film gezeigt bekommen, in dem zwei Jungs miteinander in einem Zelt verschwunden sind und am nächsten Tag kamen sie gemeinsam raus und dann war die Frage, sind wir jetzt schwul? Nein, nein, alles in Ordnung. Das war Homosexualität im Unterricht. Wird sich bestimmt schon geändert haben. Die Szene wird jetzt wahrscheinlich 3 Minuten lang sein anstatt 30 Sekunden, aber es reicht halt. Ich kenne auch Lehrer, die sagen, es reicht nicht aus. Ja. Also ich glaube, es hat sich ein bisschen schon was verändert, aber natürlich kann man immer noch auch, muss das auch ausgebaut werden, gar keine Frage. Es passiert auch. Wir haben, wenn man alleine überlegt, was im Bewusstsein von Schülerinnen und Schülern, die heute zur Schule gehen, einfach auch schon, ich sehe das immer, muss ich jetzt schon wieder, also wenn ich meinen Sohn sehe. Denk dran, kurz. Ja, was der mir aus der Schule berichtet, ja, die haben letztens zum Beispiel richtig einen Projekttag gehabt, wo ein Verein, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, in die Schule kam und über queere Lebensweisen
aufgeklärt hat. Wenn das Lehrerinnen und Lehrer nicht leisten können, dann muss Schule bereit sein zu sagen, okay, wir sind so offen, wir laden uns Leute ein, die das können. Ja? Und euer Verein macht das ja auch. Also darum geht es ja genau. Und das finde ich sehr, sehr gut, dass wir können nicht von jedem Lehrer vielleicht nicht immer erwarten, dass die sich nun in all diesen Fragen so gut auskennen. Aber wenn sie das selbst nicht machen können oder wollen, dann muss es die Offenheit geben, mit Vereinen, mit Trägern, mit Organisationen zusammenzuarbeiten, die auch mal in die Schule kommen und solche Dinge thematisieren. Da gibt es diesen Förderungsfonds und der ist jetzt genau. Von 20.000 auf 3.000 Euro gekürzt worden. Wo ist das gekürzt worden? Wo ist das gekürzt worden? In der Schule jetzt. Also ich meine, jetzt vom Senat her ist es gekürzt worden. Von 20.000 Euro auf 3.000 Euro. Also noch haben wir ja gar keinen beschlossenen Haushalt. Das würde ich gerne nochmal nachgucken. Nee. Also ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Bereich das ist. Ja. Ja? Aber wir haben ja einen Haushaltsentwurf im Moment, der gerade im parlamentarischen Prozess ist. Also das Parlament, wir haben hier mehrere Parlamentarier heute hier auch sitzen, so wie ich das gesehen habe. Ne? Melanie Kühnemann sitzt hier vorne, erste Reihe. Du nimmst das mal mit, ja? So, wir checken das. Ich weiß das jetzt nicht genau, was damit ist, was das für ein Fonds ist. Wir reden da gleich nochmal drüber und gucken uns das an und dann muss man da gegebenenfalls, wenn das wirklich so ist, nochmal nachbessern. Super, das heißt, da haben wir aber gleich was zu tun. Wir reden gleich auch noch über die Regenbogenhauptstadt im zweiten Teil, das machen wir auch noch. Wir waren allerdings auch noch draußen auf der Straße und zwar haben wir unsere gute Freunde und ich sag mal mit Transamtsminister und Informationsministerin, Jackie O. Weinhaus auf die Straße geschickt und haben die Leute auf der Straße mal nach Franziska Giffey gefragt. Und das waren die Antworten. Sehr verehrte Damen, Herren und Inklusivgeschlechter, hallo Margot, hallo Frau Giffey. Ich bin's, eure Weinhaus, die Carla Kolumna der Travestie. Und ihr könnt's an meiner Frisur bemerken, ich habe mich heute angegiffeit. Und jetzt gucke ich mal für euch, mit euch, was die BerlinerInnen von der regierenden Bürgermeisterin halten. Los geht's! Sag mal, weißt du, wer Berlin regiert? Jetzt gerade nicht. Okay, ich gebe dir einen Tipp, es ist eine Frau. Das weiß ich. Weißt du, wie die heißt? Wie sie heißt, weiß ich nicht. Weißt du, von welcher Partei sie ist? SPD. Genau, und die heißt Franziska Giffey. Und ich habe mir heute extra eine Franziska Giffey-Gedenkfrisur gemacht, damit ich so aussehe wie sie. Was hältst du von ihr? Also, ich finde es persönlich gut, dass es auf jeden Fall eine Frau ist, die jetzt, ich sag mal, da regiert. Gefällt mir sehr gut, zeigt auch so ein generelles politisches Umdenken. Und ja, abwarten, gucken, was sie umsetzen kann, wo die Reise hingeht. Wundervoll, Dankeschön. Ja, ja. Weißt du, welche Person die regierende Bürgermeisterin Berlins ist? Bürgermeisterin? Ja. Nein, okay, Scheiße. Verkackt. Franziska Giffey. Von der SPD. Sagt dir der Name was? SPD, ja klar. Aber der Name Franziska Giffey? Die sieht ein bisschen aus wie ich heute. Ich habe mir die Haare extra so gestylt. Sieht besser aus. Das lässt du bitte drin. Nee, was hältst du davon, dass jetzt mal eine Frau an der Macht ist? An sich gut. Ja, aber? Es sollten weniger Versprecher sein, aber das ist wiederum die Frau der Grünen. Das wiederum die andere Dame. So now we have Ramona, she just speaks English, so we switch to English. What do you think about Franziska Giffey, the latest version of Berlin mayorhood? I don't know her, actually. But what do you think about a woman leading the city? I think it's great. Why? Because there are still very few women leading in so important position. So I think it's important to have a woman in a prestigious role. Yeah. More women to the front. Thank you, darling. Was halten Sie von Franziska Giffey von der SPD? Schwierig. Schwierige Frage. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Hauen Sie raus. Ja, ich finde sie nicht ganz so kompetent in ihrer Arbeit. Haben Sie Beispiele dafür, was Sie am meisten beunruhigt oder aufbringt, wenn Sie daran denken? Ja, ich finde, sie hat nicht so viel eigenen Charakter und lässt sich so sehr von außen beeinflussen. Und sie hat nicht so viel Bart wie ich, das ist es wahrscheinlich, ne? Ja. Wie findest du Frauen in Führungspositionen? Sehr gut. Und wie findest du das, wenn eine Frau eine Stadt leitet, führt, auch regiert? Gut. Noch besser. Und weißt du, wer Berlin gerade regiert? Und weißt du, wer Berlin aktuell regiert? Weiß man ganz schlecht und sowas. Das ist Franziska Giffey von der SPD. Mhm. Das ist auch eine Frau. Ja. Findest du das gut?
Frauen finden wir immer gut. Ja. Findest du die SPD auch gut oder ist eher so? Rot ist eine sehr gefährliche Farbe. Obwohl es manchmal die Farbe der Liebe ist, aber es ist auch die Farbe der Gefahr. Was halten Sie eigentlich von Franziska Giffey? Muss ich ja erstmal tief durchatmen. So schlimm? Ja, ich fand sie, muss ich gestehen, früher mal ganz gut. Hatte gedacht, sie ist eine bodenständige Frau, nah an der Bevölkerung. Mhm. Und inzwischen bin ich der Meinung, dass sie genau zu dieser ganzen Politiker-Elite gehört und sich so verhält wie die anderen auch. Was hältst du eigentlich von Franziska Giffey? Franziska wer? Das ist die regierende Bürgermeisterin Berlins. Upsi. Bist du Berlinerin? Seit einem Jahr tatsächlich. Und wer weiß denn, wie die Stadt regiert? Das ist ja die Scheiße. So, also viele kannten dich überraschenderweise noch nicht. Da waren wir alle ein bisschen perplex. Das ist auch so wirklich so repräsentativ für das, was wir da so befragt haben, ja? Ja, aber da muss man, darf man, ja, man darf sich da gar keine Illusionen machen. Ja, wir reden immer über alle möglichen Dinge, aber man muss sich echt bewusst machen, dass die meisten Leute nun mal nicht jeden Abend vorm Fernseher sitzen und Tagesschau gucken und nicht RBB Abendschau. Das ist so. Und für mich war ein Schlüsselerlebnis, als ich Bundesministerin wurde und mein Fahrer aus Neukölln, türkischer Herkunft, der ist dann nach einer Weile mal wieder nach Neukölln, hat was zum Schneider gebracht, zum Reparieren. Und dann sagt der Schneider, da war ich schon ein Jahr Ministerin oder so, ja du, grüß mir mal unsere Bürgermeisterin schön. Und dann sagt der, sag mal du, die ist doch gar nicht mehr unsere Bürgermeisterin. Ja, wieso denn nicht? Und dann sagt er, na, das ist doch jetzt Bundesministerin, hatte der nicht mitbekommen. Ne? So, aber es ist auch, weißt du, der hat vier Kinder, der sitzt in seinem Schneider kleinen Laden und schneidert die Sachen, guckt vielleicht einen ganz anderen Fernsehsender und hat das nicht mitbekommen. Und so bekommen ganz viele Menschen vieles, was in der Diskussion ist, was Politik macht oder so, gar nicht so mit. Und deswegen ist es ja die ganz große Aufgabe, dass man versucht, die Dinge einfach zu machen, viel draußen zu sein, viel zu erklären und und zu versuchen, eben das Bild anders zu zeichnen als das, was Menschen vielleicht ja als erstes sehen. Oder also, das kriegst du ja nur durchs Gespräch hin. Ja? Du kriegst ja nur hin durch die Begegnung. Und ich bin in den Neuköllner Zeiten viel vor Ort, also auch jetzt, ich versuche das immer noch, dass man eben viel draußen ist. Durch die Pandemie ist es ein bisschen eingeschränkt. So diese persönliche Begegnung, ja, aber ich glaube, das wird auch wieder mehr werden und klar. Du bist ja heute schon hier und wir haben ein Millionenpublikum genau. da draußen, genau. Das hilft die alle schon mittlerweile ihre Online-Tickets auf www.bka-theater.de/tickets gekauft aber haben. Aber deswegen ist ja so ein Polit-Talk auch eine tolle Sache. Ja, natürlich. Ich muss ich jetzt ganz kurz mal ausreden, von dem natürlich der Gewinn heute auch an die queere Nothilfe der Ukraine geht. Man kommt ja kaum zu Wort bei dir. Das ist ja unglaublich. Also die eine Frau von wegen, du hättest keinen Charakter, mit der rede ich aber nochmal ein Wörtchen. Wir machen jetzt eine kurze Pause, wir reden über dein Marketing jetzt mal. Du kriegst jetzt eine Marketingagentur von uns, damit du draußen noch bekannter wirst bei uns. Und in 20 Minuten ungefähr sehen wir uns wieder zum zweiten Teil. Bitte bleibt auch online dran, bis gleich. Oh, schön. Ja, herzlich willkommen zurück. Keine Sorge, es wird im Saal noch weiter bedient. Ihr könnt noch mit Getränke nachbestellen. Wir wollen noch ein bisschen Zeit noch aufholen, weil die hat sich ja auch verquatscht hier heute. Ist ja unglaublich. Laden Politiker ein. Du musst eigentlich niemand weiteres mehr da haben, weil die reden ja ohne Ende und ohne Punkt und ohne Komma. Ich wäre ja nie im Leben so. Ich würde ja irgendwann auch mal einen Punkt setzen bei so einem Satz, wenn ich Zeit hätte dafür. Aber Gott sei Dank brauche ich das nicht einfach zu machen. So, ich wollte noch mal ganz kurz sagen, die Online-Tickets natürlich, die gehen natürlich heute auch an die queere Nothilfe für der Ukraine. Das ist das Aktuelle, was ich noch mal ganz kurz eingeworfen habe. Also von daher bitte spenden www.bka-theater.de/tickets. So, und dann kommen wir zum aufregenden Moment. Eine Person aus dem Publikum darf sich jetzt auf diesen Stuhl setzen und diese Gästin gleich so richtig in die Mangel nehmen. Ich achte darauf, dass die Frisur zumindest erhalten bleibt und es dürfen nicht alle auf die Bühne. Aus diesem Grunde muss ich jetzt ein bisschen auswählen.
Ich würde vorschlagen, um das hier heute noch so ein bisschen gendergeschlechtlich so gleichmäßig verteilt zu machen, hätte ich jetzt ganz gerne eine Person, die sich vielleicht eher männlich fühlt oder männlich ist, sich männlich definiert. Die dürfen sich schon mal angesprochen fühlen. Toll wäre es, wenn es eine Person vielleicht aus der queeren Community ist. Alfonso. Und also das ist eine schöne Idee, genau. Noch weitere Personen. Ja. Dann würde ich mal vorschlagen, ja, sollte sich auf jeden Fall mit dem Neuendorf-Kiez, mit dem queeren Kiez, mit der queeren Community gut auskennen. Alfonso mit Sicherheit. Und warte mal, sie ist ja zarte Anfang 40. Ich bin ein bisschen drüber in jeglicher Hinsicht, von daher hätte ich jetzt gerne was Junges an meiner Seite. So gerne so um die 25 Jahre wäre toll, oder? Und ist jemand vielleicht irgendwie in so einem queeren Verein tätig, so als Vorstand tätig? Ja. Hast du zufällig noch eine Magnettafel mit deinem eigenen Gesicht mit dabei? Dann ist das perfekt. Dann komm doch einfach mal zu uns auf die Bühne. Da vorne ist die. So. Meine Damen und Herren, liebe Mischgeschlechter, hier ist Erik Jönicke. Und du darfst dich jetzt selbst mal verorten. Achso, ja, genau. Darfst dich da mal verorten? Wo packst du dich denn eher da so hin? Hier so. Oh, ach, holla, die Waldfee. Sehr queer also, und sehr progressiv. Ja, so. Also progressiver als Sven. Auf jeden progressiver Fall. Ihr kennt euch offensichtlich. Bisschen, ja. Wie man sich halt so von so einem Grinder-Date kennt. Du kannst gerne da platzieren. Du wohnst am Neuendorf-Kiez, das ist wahr. Erik, welchen Tee möchtest du trinken? Ich würde auch so ein Lady Grey, hat sich irgendwie ganz... Lady Grey, ich mache dir einen Lady Grey fertig, ist kein Problem. Nimm ruhig Platz. Erzähl mir ganz kurz, du hast was studiert. Was hast du studiert? Ja, ich habe Islamwissenschaften und Politik studiert. Islamwissenschaften und Politik. Ja. Und dann erzähl mir Verwaltung. Nicht Verwaltung. Ja. Dann erzähl mir doch mal ganz kurz, was war denn deine Abschlussarbeit? Ich habe meine Bachelorarbeit über Männerbilder von arabischen Männern in queerer Pornografie geschrieben. Und das war in Heidelberg ein Kampf, tatsächlich diese Arbeit durchzusetzen. Und das kam riesig an, bestimmt. Ja. Erzähl, was ist denn das Ergebnis von deiner Arbeit dabei? Ganz platt zusammengefasst, dass es nur Stereotype gibt von arabischen Männern und was ich auch herausgefunden habe, dass keine Araber arabische Männer in Pornos spielen. Ach. Ja. Sondern? Andere Menschen. Nicht arabische Menschen. Immerhin Menschen. Ich stelle mal die Tasse hier hin. Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen hast du keinen Löffel. Ich weiß nicht warum. Haben wir noch einen Teelöffel für den Erik? Das wäre sehr süß. Und also, du bist im Vorstand von Lambda. Genau. Von Lambda Deutschland. Erzähl uns ganz kurz, was macht Lambda? Wer seid ihr? Was macht ihr? Lambda ist das größte queere Jugendnetzwerk in Deutschland. Wir setzen uns für queere Jugendliche ein, wir repräsentieren die politisch, wir bieten ganz viele tolle Veranstaltungen an, die jetzt gerade in Corona, um queere Jugendliche zusammenzubringen und zu empowern und so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, dass die jetzt gerade dolle auf der Strecke geblieben sind. Einmal als Jugendliche und einmal als queere Menschen auch. Ich habe gerade den Teebeutel hier Zettel reingeschmissen, war auch sehr intelligent von mir. Was ist gerade so die größte Baustelle für queere Jugendliche jetzt so in Corona-Zeiten, nach Corona-Zeiten? Weil das macht ja mit den Leuten irgendwie was. Das sind ja junge Leute, die praktisch, ich sag mal, so ein freies, queeres Leben nicht kennen, beziehungsweise in einer schwierigen Phase gerade, ne? Wenn man so im Coming-out ist, man möchte sich gerne outen, aber man nimmt eher so genau Abstand von zu Hause, räumlichen Abstand natürlich, das fehlt dann jetzt. Was passiert da? Genau, also was wir viel gesehen haben jetzt, dass queere Jugendliche halt durch die Pandemie zu Hause festgehangen haben, bei ihren Eltern festgehangen haben und normalerweise laufen ja Coming-out so ab, dass das irgendwie oft zeitlich mit so einem Punkt kollidiert, wo man sich vom Elternhaus ablöst. Das ist natürlich jetzt einfach nicht gegeben gewesen in der Pandemie. Und genau, und dann kam halt dazu, dass Jugendliche grundsätzlich auf der Strecke geblieben sind. Das haben wir in der Schule gehabt, dass einfach sehr viele auch Schulprogramme weggefallen sind, sehr viele Nachmittagsbetreuung, einfach die Orte, wo man irgendwie austauschen konnte und wo man Zeit verbringen konnte ohne die Eltern. Und genau, da sind queere Jugendliche doppelt auf der Strecke geblieben. Einmal als queere Menschen, weil da der Austausch gefehlt hat, und als Jugendliche generell, wie alle Jugendlichen im Moment.
Jetzt gibt es auch noch einen ganzen Schwung an Jugendlichen, die nach Berlin kommen aus der Ukraine. Und ich denke mal, das wird auch eine große Baustelle für euch sein. Was macht ihr mit denen? Was habt ihr vor mit denen? Was muss die Politik jetzt dann machen? Genau, also wir haben, oder es kommt jetzt, am Montag waren wir in offenen Brief, werden wir einen offenen Brief rausbringen, weil wir einfach gesehen haben 2015, dass mit queeren Menschen und besonders mit queeren Jugendlichen nicht vernünftig umgegangen wurde. Das fängt bei Einrichtungen an, wo die untergebracht wurden, die Geflüchteten damals. Das muss sich auf jeden Fall verbessern, generell für queere Geflüchtete. Die wurden sehr oft in Sammelunterkünfte zusammengesteckt, ohne auf die speziellen Bedürfnisse von queeren Menschen einzugehen. Dann ist medizinische Versorgung ein Riesending oder Weiterversorgung. Ich habe selber im Hauptbahnhof gearbeitet und wenn dann aufgelöste Transpersonen vor einem stehen, die halt irgendwie keine Medikamente mehr haben, weil sie schon tagelang auf der Flucht sind oder halt keine mitnehmen konnten. Und da muss man dann unbürokratisch irgendwie organisieren, dass die Leute halt weiter ihre Medikamente nehmen können, zum Beispiel. Und das sind alles Punkte, an die wir jetzt denken müssen, wo wir auch die speziellen Bedürfnisse von queeren Menschen irgendwie im Blick haben müssen, weil wir 2015, wie gesagt, gesehen haben, dass das nicht passiert ist. Ich würde sagen, da gibt es viel zu besprechen, aber nicht nur mit mir, sondern am besten mit einer Person, die so ein bisschen in der Politik auch tätig ist und was machen kann. Deshalb rufen wir sie noch mal ganz kurz zu uns. Hier ist noch mal Franziska Giffey. Darf ich noch meinen Tee zubereiten? Sag immer so mit Faustschlag. Und so. Ist ja auch sehr brutal irgendwie immer. Ne? Aber so ganz zart. Auch, ja, ganz zart. Darf ich noch einen Tee zubereiten? Nee, danke, ist recht. Da, reicht. Schmeckt der Tee nicht? Okay, ich nehm noch einen. Sie möchte ja unbedingt noch einen. Dann lass die Alte noch laufen. So. Möchtest du jetzt lieber einen Rooibos-Tee, einen Früchtetee, einen Darjeeling, einen Prince of Wales, einen Earl Grey oder einen Lady Grey? Jetzt nehmen wir mal den Earl Grey. Du nimmst mal den Earl Grey, alles klar. Oder das ist ja eigentlich Frühstückstee, ne? Ja, das ist auch so meine Frühstückszeit normalerweise. Du, der Erik möchte gerne mit dir über queere Geflüchtete aus der Ukraine sprechen. Ja. Hallo. Hallo. Genau, ich habe jetzt am Hauptbahnhof gestanden, oft schon, und wir haben tagelang dort gearbeitet. Und ich habe mich eine Sache gefragt, nämlich, was glaubst du, darf ich dich duzen oder siezen lieber? Wir sind ja hier auf der Bühne alle. Okay, dann. Wie glaubst du, fühlt sich eine queere Person, die aus der Ukraine flieht, dann so ein bisschen was über Berlin sich anliest, irgendwas über Berlin sieht und dann sieht, dass ganz oben auf der Liste der Partnerstädte von Berlin-Moskau steht? Mhm. Was glaubst du, also nicht nur, dass die queeren Geflüchteten das jetzt irgendwie sehen, sondern ich meine, das Propagandagesetz gegen LGBTIQ-Propaganda gibt es in Russland seit fast 10 Jahren. So, warum ist es vertretbar noch, dass Moskau eine Partnerstadt von Berlin ist? Also ich glaube, es sind zwei verschiedene Themen. Jemand, der frisch geflüchtet hier in die Stadt kommt, wird sich mit Sicherheit nicht als erstes die Liste unserer Partnerstädte angucken, sondern die Fragen, die die Menschen haben, sind ganz andere. Ich will es aber gar nicht wegreden, sondern ich glaube, es sind zwei verschiedene Dinge. Ich glaube, wir müssen zum einen gucken, was brauchen die Menschen, die hier ankommen, auch gerade wenn sie Transpersonen sind, ob das Medikamente sind, ob das medizinische Versorgung, ob das psychologische Betreuung ist oder einfach nur das allererste, was alle brauchen, ist zu wissen, wo kann ich schlafen, wo kann ich was zu essen bekommen, wo bin ich irgendwie sicher. Ja, das sind erstmal jetzt die Akutfragen, die wir klären müssen. Alles andere kommt dann auch und das sind total berechtigte Fragen. Das ist der eine große Bereich. Aber der andere ist die Frage, was ist mit dieser Partnerschaft mit Moskau? Und es kam mir die Frage auf, ziemlich kurz nach dem Angriff, dass wir jetzt die Partnerstadt beenden sollen oder diese Partnerschaft auflösen sollen. Und ich muss sagen, ich habe mich dagegen ausgesprochen, weil ich sehe, wie viele Menschen in Moskau auch gegen diesen Krieg auf die Straße gehen, weil es dort auch Menschen gibt, die für Demokratie und Frieden und Freiheit eintreten. Und weil wir, wenn wir irgendwann mal an den Punkt wieder kommen, wo versucht wird, nach diesem Krieg zusammenzufinden, und man muss irgendwie zusammenfinden, dann ist es die Städtediplomatie und die Beziehung zwischen den Menschen in den Städten, die helfen wird, über das alles auch wieder einen anderen Weg zu finden. Da sind wir leider im Moment nicht. Aber ich bin der Auffassung, dass wir jetzt nicht das Zeichen setzen sollten, dass wir alle Brücken abschlagen und quasi den Kontakt vollkommen abbrechen. Wir haben jetzt keine Aktivitäten gerade, das ist ganz klar, es gibt keine Austauschaktivitäten, aber ich beende auch nicht offiziell diese Partnerschaft, weil ich glaube, dass wir jetzt aus Berlin
zu all denen, die in Moskau gegen den Krieg auf die Straße gehen, die sich einsetzen dort für Freiheit und Demokratie, dass wir denen mit unserer Partnerstadt und mit der partnerschaftlichen Verbindung den Rücken stärken sollten. Und deswegen bin ich nicht dafür. Aber es ist ja nicht erst seit dem Krieg ein Thema, oder? Es ist ja nicht erst seit dem Krieg ein Thema. Ich meine, Berlin, Sie sagen das, oder du sagst das in dem Koalitionsvertrag ganz klar, dass Berlin weiter Regenbogenstadt bleiben soll. Mhm. Moskau ist keine Regenbogenstadt und das schon seit fast 10 Jahren nicht. Ich habe bei einem queeren Projekt in Moskau gearbeitet und ich habe gesehen, was dafür, also wie die Behandlung von LGBTIQ ist, wie passt das zusammen? Es ist ja nicht erst seit dem Krieg, dass Moskau eigentlich für eine Stadt wie Berlin, die sich so klar positioniert im Selbstverständnis, was Queerness angeht, keine Partnerstadt ist und kein Partner ist. Ich sag mal, ja, aber da kann man auch andere Beispiele. Wir haben zum Beispiel auch eine Partnerschaft mit Warschau, mit Budapest, wo wir natürlich auch Entwicklungen sehen, die nicht im Sinne sind von dem, was wir mit einer freien und offenen Gesellschaft verbinden. Und trotzdem halten wir diese Partnerschaften aufrecht, weil wir gerade mit denen zusammenarbeiten. Ich bin mir sicher, dass es in Moskau natürlich auch eine Community gibt, die sich nach Unterstützung sehen, die genauso auch diesen Kontakt auch außerhalb der Stadt. Aber das ist ja ein Unterschied. Warschau und Budapest werden beide liberal regiert. Es gibt Pride-Paraden, die stattfinden können. Es gibt eine organisierte Community in Moskau, in Budapest und in Warschau. Das gibt es in Moskau alles nicht. Weil Moskau wird nicht unabhängig und liberal regiert. Das ist der große Unterschied. Warschau und Budapest sind Zentren, die queere Menschen anziehen, weil sie sichere Plätze in Ländern sind, die extrem queerfeindlich sind. Moskau ist eher eine Stadt, die gefährlich ist für queere Menschen. Sage ich einfach ganz ehrlich so. Wir hatten in einer Woche Projekt in Moskau, hatten wir 3 Bombendrohungen. Sind von der Polizei evakuiert worden, eigentlich sind wir nur durchsucht worden. Die Bombe ist nicht gesucht worden, sondern wir sind befragt worden. Weil wir es gewagt haben, in Moskau an einem queeren Projekt zu arbeiten. Und dann weiß ich nicht, ob das mit dem Selbstverständnis von Berlin, so gut wie die Absichten sind, vereinbar sind. Weil was kann Berlin denn effektiv tatsächlich tun für LGBTIQ in Moskau? Mehr, als wenn wir keine partnerschaftliche Verbindung hätten. Ich bin in einem Verständnis auch die letzten Jahre geprägt worden, dass bei aller Unterschiedlichkeit, bei aller Konfrontation immer das Gespräch die Basis des Friedens ist. Und wenn man nicht mehr spricht über die Dinge, auch wenn man ganz unterschiedlicher Meinung ist, dann wird es richtig schwierig. Und wir haben gerade am Freitag den 100. Geburtstag von Egon Bahr gefeiert. Vielleicht erinnert ihr euch noch an ihn. Egon Bahr war ein großer Friedens- und Entspannungspolitiker. Der hat immer versucht, auch diese Verbindung zu Russland aufrechtzuerhalten, um zu verhindern, dass es dazu kommt, dass man in so einer Situation ist, wie wir jetzt sind. Und ich glaube, dass gerade wir haben an vielen Stellen, man muss sich nie gemein machen mit einer anderen Position. Man muss nie sagen, man findet das gut. Aber wenn man nicht mehr darüber spricht, wenn man die Pfade des Gesprächs und des Dialogs abreißen lässt und dann auch nicht mehr kritisieren kann, nicht mehr darauf dringen kann. Mir hat im Dezember der Moskauer Bürgermeister zu meinem Amtsantritt gratuliert. Und hat auch geschrieben, er würde gerne den Kontakt aufrechterhalten. Das geht natürlich jetzt nicht. Es gibt keine Begegnung, keinen Austausch. Aber wenn es irgendwann möglich sein sollte, dann finde ich, würde ich es so verstehen, dass die Aufgabe auch hier aus Berlin ist, dass man solche Dinge dann anspricht und sagt, wie ist es bei euch mit der Community? Was tut ihr für Menschen? Was können wir geben aus Berlin? Und das sehe ich eher als Aufgabe, als jetzt einfach zu sagen, Schluss und wir reden nicht mehr miteinander. Ich glaube, dieses Miteinanderreden ist auch gerade jetzt in jüngster Zeit hat so einen Geschmack dabei, weil es wurde in jüngster Zeit ja auch sehr, sehr viel, gerade auch mit Russland, geredet. Und es wurde einem sehr, sehr viel dort erzählt. Es gibt immer Punkte, an denen einfach Gespräch nicht mehr die Basis des Friedens ist. Wenn jemand dich angreift mit einem Krieg, dann ist vorbei. Ja? Dann ist es eben auch vorbei. Jetzt ist irgendwie die Zeit gerade nicht für das Dialogische, was man sich wünschen würde zwischen den Städten. Aber trotzdem hoffe ich, dass die diplomatischen Bemühungen, die ja trotzdem parallel laufen, zum Erfolg führen. Denn wir alle wissen nicht, wie lange dieser Krieg geht, aber es ist wichtig, dass alles unternommen wird, ihn zu beenden. Und da hoffe ich schon, dass auch unsere Bundesregierung, dass Olaf Scholz in seinen Bemühungen da Erfolg hat und dass das Töten nicht noch Tage und Wochen und Monate weitergeht.
Wir müssen mal sagen, bezüglich queerer Politik in Moskau, nicht nur in Russland, also nicht nur in Moskau, auch in Gesamtrussland, da war Russland schon mal weiter gewesen und hat ja vor 10 Jahren, glaube ich, hat dann dieses Anti-Homo-Propaganda-Gesetz in die Welt gesetzt und hat sich auf einmal sehr zurückentwickelt von einem, naja, ich möchte jetzt nicht sagen fortschrittlichem, aber doch einem Land, was schon mal weiter war in der Sache. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein kleiner Unterschied. Wenn ein Land schon immer irgendwie homophob war, dann ist das schlecht und da müssen wir gegen angehen natürlich. Hingegen, wenn auf einmal so eine Rolle rückwärts in der Politik dort passierte, dann müssten wir natürlich groß aufschreien. Hier gab es ja auch einen Aufschrei, es hat nicht viel gebracht. Und ich glaube, das ist ein bisschen das, was da jetzt ein bisschen mitschwingt auch an der Stelle, wenn man sieht, von wegen, da war einfach mal ein Land weiter, es entwickelt sich zurück und auf politischer Ebene hat man auch mittlerweile wirklich auch dort das Gefühl, wird man dort verarscht. Aber nicht nur wir als queere Personen, sondern ich glaube, da haben wir, glaube ich, alle das Gefühl in der Politik. Ja, das Gefühl haben wir alle, das glaube ich schon. Ein schwieriges Thema. Ich wollte noch mal ganz kurz zu den queeren Geflüchteten sagen und was sagen. Und zwar, es kommen jetzt ungefähr 10-mal so viele Geflüchtete gerade nach Berlin wie zu der Hochzeit von 2015, das hatten wir schon gesagt. Und queere Vereine insbesondere und auch Privatinitiativen machen gerade unglaublich tolle Arbeit am Hauptbahnhof und auch drumherum und so weiter. Auch aus meiner Familie gibt es Menschen, die Wohnraum zur Verfügung stellen für Geflüchtete aus der Ukraine, Zimmer zur Verfügung stellen, Leute ganze Wohnungen zur Verfügung stellen, wo es überall machbar ist. Wenn ihr das machen könnt, bitte macht das unbedingt. Wir brauchen diesen Raum für diese Leute auch irgendwie. Und ich finde aber auch, wenn man das Ganze sieht, da kann man ganz schön stolz auf Berlin auch sein. Und das hattest du vorhin auch schon mal gesagt, das finde ich sehr, sehr gut. Eine gute Entwicklung, das sollten wir auf jeden Fall weiterhin verfolgen. Berlin ist eine offene und tolerante Stadt. Und das müssen wir aktiv leben und nach draußen zeigen und propagieren. Dann lernen andere Städte vielleicht auch von Berlin. Das finde ich ganz gut und wichtig. So, jetzt. Ja, nach so einem tollen Thema dachte ich mir, muss man einen Punkt aufsetzen. Regenbogenhauptstadt steht im Koalitionsvertrag bei euch drin. Mhm. Ja, wie stellst du dir die Regenbogenhauptstadt vor? Na, erstmal macht die keiner alleine, sondern es sind ganz, ganz viele, die dazu beitragen. Und wir haben ja auch in der SPD bei uns eine sehr engagierte AG Queer. Und ich glaube, Alfonso ist heute auch hier, ne? Ja, und also Alfonso Panisano ist natürlich jemand, der in der SPD ganz, ganz viel macht und der auch am Kapitel im Koalitionsvertrag für die Regenbogenhauptstadt mitgearbeitet hat. Und der da auch in der Partei vielen bei euch echt auf den Senkel geht, sage ich jetzt mal. Naja, also wenn Alfonso sagt, Franziska, das war jetzt ganz okay, dann bin ich schon mal nicht. So, aber also ich sag mal, wir haben noch nie ein eigenes Kapitel in dieser Form im Wahlprogramm auch und auch im Koalitionsvertrag in der Größenordnung, wie wir es jetzt für die Regenbogenhauptstadt gemacht haben, dass das Thema überhaupt adressiert wird, dass es auch ein Thema ist, was weit eben über die Community hinausgeht, sondern es ist eins, was gesamtgesellschaftlich wichtig ist, was für Berlin als Anziehungspunkt international wichtig ist und was letztendlich ja auch nicht nur ein kultureller Faktor ist, ein Lebensgefühl, Lebensqualitätsfaktor, sondern auch ein Wirtschaftsfaktor. Es sind ja viele Menschen, die hier auch wirklich damit eine riesengroße Bandbreite an Wirtschaftskraft aufgebaut haben. Und das ist eine ganz große Chance für Berlin. Deshalb darf man das auch nicht nur eindimensional sehen, sondern es ist für ganz viele Bereiche ein Querschnittsthema, bis zu den Regenbogenfamilien. Dein Vorgänger hatte für Berlin etwas versprochen, und zwar den Bau des ersten lesbischen Seniorinnenheims Europas. Mhm. Wie weit sind denn da die Planungen, Vorbereitungen? Ist das das, was der Verein Ruth auch gemacht hat? Meinst du dieses? Ja, oder? Zum Beispiel. Ja. Also, die hatten es ein bisschen schwieriger gehabt, ja, sag ich mal. Das hatte aber, ich kenne Ruth noch aus Neuköllner Zeiten. Ich weiß, dass die mit dem Grundstück und der ganzen Baulichkeit Schwierigkeiten hatten. Aber nee, die hatten nicht mit dem Grundstück Schwierigkeiten, die hatten mit der Schwulenberatung Schwierigkeiten. Weil die denen das immer so weggemopst haben. Ich habe das nur mitbekommen, dass es wirklich um die baulichen Sachen ging. Aber dann hatte ich gehört, das wäre jetzt ganz gut geklärt und die könnten anfangen. Also okay, weil es frühere Geschichte, ich weiß es nicht, die können jetzt anfangen? Sie können jetzt ich bauen? Muss das nochmal nachhaken, okay. Aber mein letzter Stand war, das geht voran. Ich würde das aber gerne nochmal Leuchtturmprojekt in Mitte, das soll da entstehen. Okay. Mhm. Wie stellst du dir denn so eine Regenbogenhauptstadt vor? Wie ich eine Regenbogenhauptstadt vorstelle? Eine Regenbogenhauptstadt, genau. Ja.
Ich stelle mir die Stadt so vor, dass es eine Stadt ist, wo alle Mitglieder der queeren Community sicher leben können. Wir haben seit Jahren ansteigende Gewaltzahlen. Wenn man die Maneo-Berichte liest, der sieht einfach, dass jahrelang um 10, 20, 30% die Anzahl von queeren Gewalttaten oder queeren Verbrechen gegen queere Menschen steigen. Und da gibt es eine riesig hohe Dunkelziffer. Das ist zum Beispiel ein Punkt, der passt für mich nicht in die Regenbogenhauptstadt. Stimmt. Dann der Punkt, den du gerade angesprochen hast, mit dem Leben im Alter. Das ist ein Riesenproblem bei queeren Menschen. Queere Menschen verarmen sehr auf dem Alter, mehr als die Durchschnittsbevölkerung. Mhm. Dafür wird einfach nicht genug gesorgt. Da wären solche Leuchtpunktprojekte natürlich super hilfreich. Mhm. Ja, genau, sowas. Ich möchte meinem Partner, die Hand von meinem Partner in allen Teilen von Berlin halten können. Ich möchte sehr viel Bundespolitisches auch, was Berlin nicht alleine machen kann. Ich möchte, dass die Transpersonen in unserer Community endlich ohne diskriminierende Gesetze leben können. So, das ist auch in Berlin, aber überall in Deutschland. So, da bist du jetzt raus, da kannst du jetzt nicht viel machen. Genau, aber... Na, wir können im Bundesrat können wir schon dafür unsere Stimme erheben, das machen wir auch. Und ich habe das ja in der Zeit als Ministerin sehr intensiv begleitet. Wir haben auch ein paar Sachen erreicht, Adoptionshilfegesetz und so weiter. Da sind ja dann doch Dinge bewegt worden, auch mit einem sehr, sehr konservativen Koalitionspartner damals. Ich halte jetzt die neue Bundesregierung wirklich für deutlich progressiver und es sind mehr Dinge möglich. Alleine sowas wie zum Beispiel die Abschaffung des 219a ist ein Riesenerfolg. Und ich habe... Du rutschst jetzt mit jeder Antwort ein Stück weiter. Naja, das waren, weißt du, ich sag mal, wir haben das vorbereitet und wir sind dann immer irgendwie an so eine Wand gerannt und jetzt kann dieses Gesetz aus der Schublade gezogen werden und kann jetzt wirklich gemacht werden, weil es einen politischen Willen dafür gibt. Und genauso geht es eben auch um andere gesetzliche Rahmenbedingungen, wo ich schon glaube, dass diese neue Bundesregierung eher dazu bereit ist und auch das machen wird, dass es dort Verbesserungen gibt. Also meine Erwartungshaltung ist da sehr deutlich und wir werden das im Bundesrat aus Berlin auf jeden Fall auch begleiten und auch vorantreiben. Warte mal, Mutti, könntest du bitte mal dein Telefon ausschalten? Das ist ja wirklich... Zugereiste aus Dalgo-Döberitz. Steuerflüchtlinge. So, also. Wir haben ja mal alle hier in Berlin gewohnt, ne? Und dann haben wir festgestellt, huch, in Brandenburg ist die Hundesteuer so viel günstiger. Jetzt haben sie keine Hunde mehr, aber sind da geblieben. Aber so ist das halt manchmal. Sind aber schon gut integriert, haben ein Reihenhaus mit Eckgrundstück. Also in Brandenburg ist das sehr wichtig. Ich wollte ganz kurz noch fragen, und zwar jetzt mache ich einen Bogen nochmal rum, und zwar nochmal zu der Ukraine-Situation und den ganzen Geflüchteten. Da kommen jetzt auch ein Haufen queere geflüchtete Menschen an. Erstmal die hier ankommen, die sind ja dann... Wenn sie männlich sind, männlich definiert werden oder männlich gelesen werden, muss man mittlerweile an der Stelle sogar sagen, sind sie unter 18, weil alles, was männlich gelesen wird an der Grenze und über 18 ist, darf da zurzeit nicht raus. Das stimmt. Das ist aber von 16 bis 60 mittlerweile. Von 16 bis 60? Meine Güte, auch nicht. Das möchte man sich nicht vorstellen. Also sie sind unter 16, wenn sie im Passeintrag männlich drin stehen, was ein Riesenproblem ist, vor allem für Transpersonen, weil die Ukraine ist wie Deutschland auch noch Menschen extrem erschwert, ihren Geschlechtseintrag in den Dokumenten zu ändern. Das heißt, wenn man als Transperson lebt, aber immer noch männlich im Geschlechtseintrag, also im Pass stehen hat, dann kann man nicht ausreisen, wenn man über 16 ist. Dann wird man an der Ausreise gehindert und wird wohl auch in nächster Zeit zum Militär verpflichtet werden. Aber ja, das ist super problematisch natürlich. Das ist die gegenwärtige Situation. Und dann kommt jetzt noch die nächste Situation. Wahrscheinlich sollte es jetzt dazu kommen, dass, ich sag mal, Russland dort beispielsweise eine neue Regierung installiert irgendwie. Mhm. Es ist ja nicht ausgeschlossen, ich sag's mal so. Dann wird die Situation dort für queere Menschen in der Ukraine nicht unbedingt besser. Ganz im Gegenteil, es wird eigentlich sehr entsetzlich dort. Wir können, glaube ich, davon ausgehen, dass da auch Art russische Verhältnisse irgendwie dann dort wahrscheinlich sich durchsetzen werden. Was kann Berlin tun, um sich dagegen einzusetzen, beziehungsweise wir müssen damit rechnen, dass dann auch noch andere weitere Geflüchtete nach Berlin kommen. Was können wir für diese Geflüchteten hier anbieten? Also und wie können wir ihnen bei ihrer Flucht auch noch helfen? Weil die müssen da raus. Das ist lebensgefährlich für die. Also ich sag mal, wir haben ja vorhin das ja schon angesprochen worden. 2015, da gab es Dinge, die nicht so optimal gelaufen sind, was queere Geflüchtete an
geht. Und ich denke, dass es unsere Aufgabe jetzt ist, auch aus 2015 zu lernen und die Sachen besser zu machen. Es ist damals ja eine spezielle Unterkunft für queere Geflüchtete eröffnet worden, hier in der Kiefortstraße in Treptow-Köpenick. Das ist auch jetzt wieder vorgesehen, dass es eine spezielle Unterkunft auch für queere Geflüchtete gibt. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, dass man Menschen, die in einer ähnlichen Lebenssituation sind, eben an einem Ort zusammenbringt. Das ist immer gut. Wir haben jetzt auch zum Beispiel andere Gruppen, ob das jetzt eine jüdische Community ist oder ein Waisenhaus aus Odessa oder eine Gruppe von gehörlosen Menschen, die wir zusammengelassen haben. Das ist genauso wichtig, weil die haben nochmal ganz andere Probleme, weil ich wusste das auch nicht, die Gebärdensprache zum Beispiel ist ukrainisch, Deutsch ist nicht das Gleiche. Nein, gar nicht. So, und die sind quasi doppelt lost in translation, ja. Und da ist es auch wichtig, dass man, das ist eine Gruppe, die haben eine ähnliche Lebenssituation. Es ist wichtig, dass wir alles dran setzen, dass die zusammenbleiben können. Und genauso ist es auch bei queeren Menschen, die in einer besonderen Lebenssituation besonders auch angewiesen sind auf andere Menschen, denen es so genauso geht. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir darauf achten, das haben wir auch so vereinbart, dass eben besondere Angebote auch versucht werden zu machen. Das können wir nicht immer. Ich sage das auch. Ja? Wenn am Tag 10.000 Menschen ankommen, es ist nicht immer möglich. Aber wir versuchen das, dass die Leute auch zusammenbleiben können und dass sie an Orte kommen, die geeignet für sie sind. So, das ist erstmal die Grundhaltung, ja, mit der man da rangehen muss. Ein Bewusstsein dafür zu haben, eine Sensibilität, dass das wichtig ist. Und das ist auch ein Lessons learned aus 2015. Wird denn darüber gesprochen? Wer ist denn dieser Einklatscher da hinten? Wird denn darüber gesprochen, dass also gerade queere Personen, glaube ich, sind, ich sage mal, ich vermute jetzt einfach mal, in Großstädten in Deutschland, glaube ich, besser aufgehoben als vielleicht irgendwo auf dem Land, wenn jetzt, vielleicht ist das klischeehaft, was ich gerade sage an der Stelle. Nee, nein, ist nicht klischeehaft. Es ist nicht klischeehaft, es ist die traurige Wahrheit, sondern ist es halt so. Wird darüber gesprochen, dass man, wenn man sich mit anderen Bundesländern unterhält und sagt, hey, hört mal zu, Berlin ist gerade das Tor zur Welt, im wahrsten Sinne des Wortes in dem Augenblick. Hier kommen gerade wahnsinnig viele Geflüchtete aus der Ukraine an. Bitte packt die bei euch in die Großstädte und nicht unbedingt in die kleineren Städte oder vielleicht sogar in dörfliche Strukturen hinein. Das wird schwierig bei denen. Die brauchen den Austausch miteinander. Spricht man da miteinander darüber auch oder ist das noch gar kein Thema? Wir sprechen generell über vulnerable Gruppen, dass eben versucht wird, also auch andere, wenn wir jetzt zum Beispiel hochschwangere Frauen haben, die schicken wir nicht abends noch irgendwo anders in einem Bus in ein anderes Bundesland, sondern die bleiben dann hier und werden hier in die Notunterkunft zugewiesen. Und natürlich, die Städte sind sowieso die Ankunftsorte. Wir haben ja auch eine andere Situation als 2015. Die Leute haben ein Tourismusvisum, sie können eigentlich hingehen, wo sie wollen. Das machen auch viele im Moment noch. Und wir sehen, dass diejenigen, die aus der queeren Community ankommen, die haben zwei Städte, die Anlauforte für sie sind. Das ist München und das ist Berlin. Das sind die beiden Orte, die besonders stark auch jetzt angezielt werden. Das können die Leute auch selbst entscheiden, ja. Nur in dem Moment, wo sie eben ins Hilfesystem gehen und dann der Königsteiner Schlüssel gilt, dann ist es eben schon so, dass sie zugewiesen werden in die Unterkünfte. Und da müssen wir einfach auch sprechen mit den anderen, machen wir auch, dass man darauf Rücksicht nimmt. Welche Hilfe braucht ihr gerade als Lambda, um mit queeren Geflüchteten irgendwie umgehen zu können? Was braucht ihr für die? Also wir bei Lambda, wir haben ein Beratungsprojekt hier in Berlin. Das ist eine Peer-to-Peer-Beratung in und out. Und das ist für uns immer so ein bisschen so ein Seismograf, wenn sich Leute da mit bestimmten Problemen an uns wenden, wo wir sehen, okay, was könnte in Zukunft irgendwie der Bedarf sein, der gebraucht wird. Wir kriegen da jetzt gerade die ersten Anfragen von LGBTIQ aus der Ukraine rein. Mhm. Das Problem ist halt, dass das ganz oft wirklich unbegleitete Minderjährige sind, die nochmal in ein ganz anderes System reinfallen, nämlich in das Fürsorgesystem. Mhm. Was jetzt, sagen wir mal, nett auch nicht unbedingt besonders queersensibel abläuft in den Prozessen. Und da können wir nur appellieren, dass wir sagen, es gibt Menschen, die unter 18 sind, die sich ganz klar als queer definieren, die allein hier nach Deutschland kommen und die jetzt einfach als unter 18-Jährige natürlich, also ihnen muss natürlich als Minderjährigen geholfen werden, aber ihnen muss auch als queere Menschen geholfen werden. Und das darf dabei nicht untergehen, wenn sie noch jung sind. Das ist das, was wir gerade auch an Anfragen reinbekommen, wo wir wirklich appellieren müssen, weil das einfach auch noch Menschen sind, die in einem ganz vulnerablen, in einer ganz vulnerablen Zeit auch in ihrem Leben sind. Mhm. Mit unter 18 ist sich niemand fest und gesichert in seiner Queerness. So, das kann man ja überhaupt nicht sein. Und da muss
muss das System irgendwie auch Hilfen bereitstellen, dass diese Menschen dann auch in ihrer Entwicklung nicht zurück alleingelassen werden. Hilfen welcher Art? Also was konkret braucht ihr? Psychologische Betreuung ist super wichtig. Coming-out-Beratungen sind super wichtig. Ich meine, die Ukraine, wir sagen immer, dass es viel schlimmer wird, wenn Russland da ist. Und ja, das wird sicherlich so. Und die Ukraine hat viele Fortschritte gemacht. Aber die Ukraine war auch kein Paradies für queere Menschen, sagen wir es mal so. Besonders außerhalb von Kiew. Also ja, kommen da Menschen hin, die sowieso schon in einem System waren oder in dem Land gelebt haben, was ihnen jetzt nicht an allen Orten freundlich gegenüberstand. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, was den queeren Jugendlichen oder queeren Menschen, die herkommen, vermittelt werden muss. Dass das hier in Deutschland eben nicht so ist, sondern dass wir da offen und tolerant gegenüber sind und dass die Leute hier so leben können, wie sie wollen, weil genau davor fliehen ja viele queere Menschen. Mhm. Vor der Angst, eben nicht mehr so leben zu können, wie sie sind. Stimmt, hat er recht. Ja? Stille, super. Es rasten wieder, ja, alle also völlig auf. Ich sag mal, ich glaube, wir können aus Berlin wirklich da ganz viel geben, weil wir hier schon auch im bundesweiten Vergleich einfach eine Situation haben, wo viele Menschen sind, die ein großes Verständnis haben, die sich einsetzen dafür. Und da hat Berlin auch eine besondere Verantwortung. Was kann Berlin geben, jetzt mal in Zahlen, in Euro? Naja, Berlin? Ich sag mal, also die ersten, ich glaube, heute ist wirklich auch der 26. Tag, ne? Krieg, glaube ich. Ja. Der 25. Tag Krieg. Wir haben jetzt für diese diversen Ankunftsausgaben, die wir bisher haben, 26 Millionen Euro schon in Vorleistung gegeben für alle Geflüchteten. Das ist noch nicht das, was es am Ende kosten wird. Also wir haben einen hohen Aufwand, was die ganze Frage der Unterbringung und so weiter angeht. Also müssen wir uns nichts vormachen. Jetzt mal unabhängig nochmal von all den Aufgaben, die noch kommen, was Bildung, was Schule und so weiter. Es geht jetzt erstmal nur wirklich um das erste Unterbringen. Im Moment ist unser Punkt, dass wir sehr viel geben, auch was die Hilfsorganisation angeht. Wir beauftragen die ja auch, Willkommenszelt, die Tegel und so weiter. Das, was uns beschäftigt ist, dass Berlin das nicht alles alleine stemmen kann und dass wir schon auch sagen müssen, der Bund muss hier auch die Städte, insbesondere auch Hamburg, München, andere Städte, Bremen unterstützen, und deswegen ist unser Bemühen im Moment sehr zu sagen, okay, es braucht ein Gesamtpaket der Finanzierung, wo eben der Bund einen Teil übernimmt, die Länder einen Teil übernehmen und vor allen Dingen auch den Leuten eine Perspektive gegeben wird. Dass der große Unterschied zu 2015 ist ja, sie dürfen hier eben nicht nur sich aufhalten, sondern auch hier arbeiten. Und das Entscheidende ist, wie kriegen wir die Leute auch in Arbeit vermittelt. Und es sind viele Fachkräfte dabei, es ist eine Chance und man muss Menschen dabei helfen, hier wieder auch sich ein Leben aufzubauen, irgendwie anzukommen und was Sinnvolles zu tun. Das ist der Wunsch, den die meisten haben. Ich höre von ganz vielen aus der ukrainischen Community, die sagen, nicht als erstes die Frage stellen, wo kann ich Hilfe beantragen, sondern wo kann ich arbeiten, wie funktioniert das hier? Und dabei müssen wir den Leuten helfen und natürlich auch der queeren Community. Aber wenn ich ganz kurz noch was sagen darf, Berlin kann vor allem auch Know-how geben. Berlin war 2015 das Bundesland, was genau eine Unterkunft für queere Geflüchtete hatte, was mit queeren Geflüchteten zumindest in einem gewissen Maße anders umgegangen ist als mit anderen. Und es hatten nicht alle Bundesländer spezielle Unterkünfte für queere Menschen. Und da kann Berlin aber auch auf jeden Fall beratend irgendwo zur Seite stehen und schauen, hey, wir haben eine große Community hier, wir haben Akteure, die Bedürfnisse kennen. So. Und das ist ja was, was auch in andere Bundesländer getragen werden muss, weil die Leute halt mit dem Königsteiner Schlüssel eben nicht alle in Berlin bleiben können. Das ist halt auch wichtig. Also abgesehen, ja, vom Geld mal. Deswegen, natürlich, wir sind besser vorbereitet als 2015. Wir haben das alles schon mal erlebt. Ich habe jetzt treffe ich auch unheimlich viele Leute, die haben 2015 schon geholfen. Die sagen, ja, wir machen das so, wir sind auch wieder dabei. Und deswegen sind wir besser vorbereitet, wir sind besser aufgestellt, wir wissen, was zu tun ist. Und wir können auch andere dabei unterstützen, dieses Know-how weiterzugeben. Wir sind auf ziemlich viele Dinge jetzt mittlerweile ziemlich gut vorbereitet. Auf Flüchtlingsfällen sind wir gut vorbereitet, auf die nächste Pandemie sind wir gut vorbereitet. Und ich würde vorschlagen, den Campus Tegel lassen wir einfach sausen. Wir brauchen das Haus da oben immer für irgendetwas Aktuelles gerade. Ja. Gut, also, aber du hast selber gerade gesagt, ein Glück, dass wir das Ding da ein oben Glück, noch haben. Ein Glück, dass wir Tegel haben, ja. Es war ja so knapp, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es gibt ja diese Straße, die da hochführt, ne, zum Terminal, ja, quasi. Das sollte eigentlich wegen der Baumaßnahmen weggesprengt werden. Also die Sprengsätze, die waren schon montiert. Wirklich? Weil wenn das jetzt eine Woche später, also wir hätten nicht mehr hochfahren können jetzt, wo die Busse wirklich war. Also es ist nochmal alles abgebaut worden. Mein kabarettistisches Herz
würde jetzt sagen, na, da hat der Putin aber gutes Timing gehabt. Nein, das möchte ich auf gar keinen Fall sagen. Nein. Und beim Thema Sprengung und Tegel sind mir jetzt auch noch ein paar Sachen eingefallen, die ich jetzt nicht äußern möchte. Nein, ich habe das ja jetzt ganz wertfrei einfach mal erzählt. Ja, ja, also wir können einfach nur froh sein, dass das so, dass das noch eben nutzbar war. Und wir haben jetzt alle Wasserleitungen, Brandschutz, Strom, es war ja erst abgeschaltet, also es war ja stillgelegt, das muss man sich ja vorstellen. Das ist jetzt alles wieder hochgefahren und ja, bloß gut haben wir Tegel noch und bloß gut haben wir auch in Schönefeld auch noch ein altes Terminal und bloß gut haben wir die Messe, die gesagt hat, wir nehmen auch noch mal welche auf. Also wir haben das schon jetzt ganz gut hinbekommen, was ich auf keinen Fall machen will und das werden wir auch bis es irgendwie geht, noch mal wieder Turnhallen belegen. Das, glaube ich, war nicht so gut 2015. Ansonsten der Steglitzer Kreisel, da ist ja auch noch nichts drin. Irgendwie, da kommen ja tolle Wohnungen rein, die kann man dann alle dort zur freien Verfügung stellen, finde ich. So, ich habe wahnsinnig viele Themen eigentlich noch auf meinem Zettel mit drauf, aber das schaffen wir heute alles gar nicht mehr. Ich wollte mit dem, du hast ja Verwaltung studiert und ich meine, Verwaltung und Berlin, das sind ja eigentlich zwei Begriffe wie zwei positive Pole eines Magneten, sie stoßen sich ab. Es funktioniert einfach nicht. Ich hätte mit dir auch wahnsinnig gerne noch über Verkehrspolitik, über die Verkehrsmeile gesprochen, über die wunderbare Frittiermeile, andere nennen sie Friedrichstraße. Die Stadtentwicklung, Verkehr allgemein und das habt ihr den Linken und den Grünen weggenommen, das liegt jetzt bei euch als Thema, bei der SPD. Na, Verkehr und ist weiter bei den Grünen. Aber ach, Verkehr ist weiter bei den Grünen, aber ja, Stadtentwicklung. Ja. Wir haben Stadtentwicklung und Bauen ist bei der SPD. So. Wer macht Verkehr? Verkehr macht Bettina Jarasch. Ach so, ja, stimmt, richtig, genau. Ach Mensch, ach Gottchen. Über die Mobilitätswende versus Verlängerung der A100, auch so ein Thema. Hätte ich auch gern noch gesprochen irgendwie. Meine Güte. Das autofreie Stadt, Stichwort Berlin ist nicht Bullerbü. Nein, das nicht unbedingt. Aber und die Energiewende, wie viel Windkrafträder passen aufs Tempelhofer Feld? Es hätte mich sehr interessiert. Aber naja, aber bei Energiewende noch mal ganz kurz, weil es ist wirklich ein relevantes Thema, gerade jetzt, wo wir auch mal gucken, ob wir nicht noch andere Energiequellen aus anderen Ländern bekommen können. Ich finde das sehr, sehr schön, dass der Habeck gerade auch so ein schönes Land gesagt hat, nee, aus dem bösen Russland nehmen wir nichts, wir fahren es lieber in so ein freundliches Land wie Katar. Super, also ja, aber nee, mal ganz ehrlich, bei der Energiewende, was kann Berlin dann noch mehr machen, um da mehr Strom zu produzieren, dass wir etwas unabhängiger werden, weil es sollen ja 2% der Bundeslandfläche sollen ja für alternative Energie bereitgestellt werden. Ja. Wo sind diese 2%? Also ich sag mal, da muss man wirklich an der Stelle mal sagen, also an der Stelle ist Berlin ohne Brandenburg nicht komplett. Das kann man so nicht denken. Es ist völlig logisch, dass die Hauptstadt nicht selber ihren eigenen Strom erwirtschaften kann. Also wir haben einfach mit den erneuerbaren Energien auch ein Flächenproblem. Da sind wir ein Stück weit abhängig von Brandenburg. Wir werden jetzt am 29. März eine gemeinsame Kabinettssitzung haben mit Brandenburg zusammen. Da werden wir uns alle in Frankfurt an der Oder treffen, mit Dietmar Woidke und seinem Kabinett und der ganze Berliner Senat. Und da wird es auch um Energie gehen, um Energiewende und um die erneuerbaren Energien. Und da müssen wir in der Metropolregion Berlin-Brandenburg gut zusammenarbeiten, weil das ist das Zukunftsthema für die Stadt auch. Und natürlich Thema Ladesäulen, Thema Wasserstoff, Strategie des Landes Berlin, das sind alles Punkte, die wir umsetzen. Auf jeden Fall muss Berlin klimaneutraler werden, als es heute ist. Das ist ein Thema für deutlich über das nächste Jahrzehnt hinaus. Ganz kurz, der Begriff klimaneutraler, das ist, also klimaneutral, ja, ist schon ein... Klimafreundlicher, Klima, also, ja, du hast recht, das stimmt. Ja. Ich habe das nicht ordentlich genau ausgeführt. Ich habe immer recht, das ist ja das Problem. Danke für den Hinweis. Aber auf dem Weg zu mehr Klimaneutralität, wie auch immer. Also, ja. Fakt ist, es ist ein Thema für die Stadt, aber wir werden nicht alle Windräder auf Berliner Territorium aufbauen können. Das wird nicht funktionieren. Auch wenn wir ein Solarenergieförderprogramm jetzt machen, all die Punkte, wenn wir überall Ladesäulen haben für die Elektroautos und so weiter, es wird nicht reichen. Und deswegen müssen wir mit Brandenburg zusammenarbeiten in der Metropolregion. Und das ist ein gutes Zukunftsthema, glaube ich. Hast du gemerkt, da kam schon wieder auf dem Weg zu mehr Klimaneutralität. Das ist ungefähr so auf dem Weg zu mehr Siedepunkt. Das ist halt einer. Also, heißt ja recht, ist ja gut. Ja, also, nein, aber mal ehrlich,
Solardächer irgendwie... Weil jetzt bin ich schon wieder politisch sprechbar. Ja, ich, ja natürlich, furchtbar. Ja, total. Ich versuche ja, das ein bisschen rauszuholen, weil das sind manchmal so Phrasen, wo ich denke, die wissen gar nicht, was die eigentlich sagen, weil das, was sie inhaltlich doch, wir wissen, was wir sagen. Ja. Aber wir werden ja immer verprügelt, wenn wir Klartext reden. Nee, aber also von mir nicht, ganz im Gegenteil. Ich liebe das. Ja. Ich finde diese Phrasen immer so fürchterlich, ja, hast du recht. Gesagt. Also ich sag mal so, man muss manchmal auch allgemein sprechen, aber man kann auch mal hier im BKA-Theater mal ja einfach reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Natürlich. Das haben wir heute gelernt. Also Berlin hat wahnsinnig viele Dächer, da können überall noch so ein paar Solarzellen mit dort drauf. Und da ist auf jeden Fall noch ein Platz. Und die Dächer, die man nicht mit Solarzellen bestücken möchte, dann vielleicht eine hübsche Wiese oder sowas drauf, ein bisschen Stadtbegrünung muss auch sein, um das Klima und das Stadtklima ein bisschen zu senken. Ich weiß, es kostet Geld. Ja. Es kostet Geld, aber wenn wir eins gelernt haben in den letzten 2 Jahren, am Geld scheitert es nie. Und ob wir nun 60 Milliarden oder 180 Milliarden Schulden haben als Land, ist uns auch scheißegal. Bayern zahlt ja. So, also. Naja. Wir lieben die Bayern. Nein, vielleicht kriegen wir es ja irgendwie anders noch finanziert, aber gibt es da Möglichkeiten, noch was zu tun? Gibt es da Pläne? Ist da was in der Entwicklung oder ist es etwas, wo er sagt, von wegen, man muss nicht alles in der ersten Legislaturperiode erledigen? Also wir haben ganz klar vereinbart, dass wir da was machen und es außerdem haben wir eine Bundesregierung, die auch ein großes Interesse daran hat und da gibt es eine Menge Fördergelder, die müssen wir abgreifen. Und naja, ist ja so. Das ist mal die richtige Sprache. Ja. Ganz ehrlich, ich habe irgendwie Lippenstift im Mundwinkel, aber das ist das, was unsere Verkehrsminister der letzten 16 Jahre regelmäßig gemacht haben. Die haben nur die Fördergelder für die Autobahn nach Bayern geholt. Ja, genau. Das war's. Das mehr ist nicht. Wirklich so. Ja? Ja, da muss man mal sagen, so, in Berlin gibt es auch noch ein paar Sachen zu tun und ich finde, also wird ja immer viel genörgelt, sind wir doch noch mal beim U-Bahn-Thema, also ich finde schon, wir müssen den öffentlichen Nahverkehr deutlich hochfahren und wenn wir das machen wollen, ist klar, dass Berlin das nicht alles selber bezahlen kann, aber dann muss der Bund daran und das ist etwas, wo wir auch nicht einfach so Ruhe geben können und auch nicht werden. Für seine Hauptstadt kann man schon mal Geld ausgeben. Ja. Ja. Das ist ein schöner Satz, bitte. Für seine Hauptstadt kann man schon mal Geld ausgeben. Gespart haben wir die letzten Jahre schließlich auch genug. Das war sehr, sehr aufregend, sehr, sehr spannend, sehr, sehr wichtig alles. Und ich habe die Karte jetzt, in der es um die letzten Punkte geht. Ah, da habe ich sie ja. Gott sei Dank, ich habe zu viele Moderationskarten heute. Ihr Lieben, wir sind jetzt schon fast am Ende. Jetzt gibt es noch von dir die letzte Möglichkeit, noch mal ein paar Worte ans Volk zu richten, damit das Volk... Seid ihr nicht das Volk oder wie? Seid ihr raus? Entschuldigung. Also, bei uns dürfen heute auch alle wählen, auch die minderjährig sind, sollten hier welche im Saal sein. Die letzten Worte ans Volk, damit die jetzt sagen können, ja, die nehmen wir mit ins Schattenkabinett auf, ja oder nein. Deine letzten 60 Sekunden. Oh Gott, toll. Hat er mir nicht gesagt. Also, er. Liebe Margot, ich entschuldige mich. Siehst du, jetzt ist alles versaut. Da war ein Hauch Wodka drin. Ja, siehst du. Ich bin sehr entspannt bei dem Thema. Sehr entspannt. Du kannst, ob er, ob sie, es ist mir egal. Es ist dann, ich bin ganz, ganz liebe entspannt. Margot, ja. Es war sehr schön bei dir. Ich bin jetzt auch etwas müde. Ich glaube, das Publikum auch ein bisschen. Nein, ich bin nicht müde. Nein, ich bin nicht müde. Es ist ja so aufregend, dass man jetzt wahrscheinlich die ganze Nacht wieder nicht schlafen kann. Also, ihr Lieben, ich glaube, wir haben, wie viele Stunden haben wir jetzt? Richtig lange Zeit. Komm, so viele Stunden haben wir. Also, 80% der Redezeit war deine. Also, wirklich? Kam mir gar nicht so vor. Nee, können noch 90 gewesen sein. Also, nein. Also ich glaube, es gibt noch viele Themen zu besprechen. Ich fand es schön, dass wir mal in diesem Rahmen über Politik reden, auch in dieser Form, auch vielleicht Menschen erreicht haben, die sonst nicht so dabei sind. Und insofern danke ich dir sehr herzlich, dass du dieses Format dir überlegt hast und dass du einfach einen lustigen Abend geschafft hast, auch in einer sehr schweren Zeit mit schwierigen Themen, mit wirklich, gravierenden Fragen, die uns alle bewegen und trotzdem das Lachen nicht zu verlernen und trotzdem diesen Abend stattfinden zu lassen, auch wenn sich im Moment Menschen fragen, darf man das eigentlich, kann man das eigentlich machen, sollte man es tun? Ich glaube, man sollte es tun, man sollte solche Abende haben, man sollte sich begegnen, man sollte miteinander lachen und man sollte auch dann an so einem Abend über die ernsten Themen reden und das als Zeichen von Solidarität und von Freiheit in unserer Stadt und von einem
Signal, dass das hier möglich ist, dass wir das so tun können, dass wir hier zusammensitzen, dass ich als regierende Bürgermeisterin in diesem wunderbaren Kleid von Frank Wilde, der das geschneidert hat für mich, heute hier sein kann. Und dass das möglich ist, in einer freien Stadt, in einer freien Gesellschaft, das zu feiern, ist das Beste, was wir tun können, um auch ein Zeichen zu setzen nach Russland, in die Ukraine und zu sagen, wir sind für die Menschen da, die für Freiheit, Demokratie, Gleichberechtigung und die Rechte von queeren Menschen kämpfen. Und das ist heute der Abend gewesen und ich möchte mich sehr herzlich dafür bedanken. Moment. Moment, also du hast auf jeden Fall damit recht, ne? Wir müssen wir sollten nicht nur solche Abende machen, wir müssen solche Abende machen, weil sonst hätte der Kloppi aus Russland da schon gewonnen. Das auf jeden Fall schon mal dazu. Und das Zweite ist, es war eigentlich deine Rede ans Volk und du hast mich angesprochen. Lass ich jetzt mal so stehen. Deine Wahlempfehlung an das Volk, sollten wir Franziska Giffey ins Schattenkabinett mit aufnehmen, ja oder nein? Ja, also nach den letzten Worten können wir eigentlich fast nicht nein sagen. Ach echt, die letzten Worte haben waren ausschlaggebend. Ja, die letzten Worte haben, alles klar. Siehst du, die letzte Rede, also reden kannst du. Das wissen wir, dass was hängen bleibt, oder? Ja, genau. Dann gucken wir doch mal, was denn das Volk sagt. Jetzt seid ihr dran, meine Lieben, jetzt dürft ihr entscheiden, frei nach Zimmer, frei Manier, ne? Genau, ihr dürft jetzt nicht mit Karten, sondern mit Applaus bestimmen, ob wir Franziska Giffey ins Schattenkabinett der TfD mit aufnehmen werden, ja oder nein. Wer ist für nein? So. Da habe ich ja schon eine Ahnung, wen wir demnächst hier mal auf der Couch zu sitzen haben. Wer ist für nein? 1, 2, 3. Ja, mal gucken. Also, und wer ist für ja? 1, 2, 3. Ja. Jetzt mal alle, die kein SPD-Parteibuch haben. 1, 2, 3. Weißt du, was ich daran wirklich... Hätten wir gleich am Anfang fragen sollen. Ja. Ne? Wer ist SPD-Mitglied, wer ist Normalbürger? Was ich daran jetzt gerade... Ein schöner Schlusssatz. Ich habe gerade nur gesagt, das Letzte bleibt hängen, oder? Das Letzte bleibt hängen. Genau. Bist du Normalbürger, aber du auch schon in die SPD abgedriftet? Das wirkt aber bei uns ist schön, ja? Ja? Also, wer kommen will, gerne. Ganz offensichtlich. Was für mich gerade der wirklich irritierendste Augenblick war, als ich gesagt habe, jetzt mal all die, die keine SPD-Mitglieder waren, sollten klatschen. Weißt du, wer da nicht geklatscht hat? Meine Eltern. Und das ist mir neu für mich, das wusste ich nicht, dass die Parteimitglied geworden sind, aber warum nicht? Besser spät als nie. So, ich würde sagen, der Applaus war recht ordentlich, ich würde mal sagen 59,1%, oder? Das ist doch ungefähr. Um in der Sprache eines Volksentscheids zu sprechen, würde ich sagen, dann bist du aufgenommen worden ins Parlament und ich gratuliere dir ganz recht herzlich dazu, liebe Franziska Giffey. So. Dann ist das jetzt der Moment, an dem ich ganz, ganz, ganz vielen Leuten Danke sagen möchte, darf und auch muss. Nein, ich möchte es nur. Und wir sparen uns den Applaus einmal zum Schluss auf. Ich lese alles vor und dann rastet ihr förmlich aus. Und während ihr dann förmlich ausrastet, kommen wir kurz nach vorne, verbeugen uns, dann verschwinden wir nach hinten und dann trinken wir noch einen Schnaps. So, also ich möchte mich ganz recht herzlich bedanken bei der Redaktion der TfD für diesen wunderbaren Abend, für Buffy, die auch die Animation gemacht hat, hier bei Hannelore natürlich, für die Zeichnung Comic C beim Bühnenbild und Kostüm, hallo, David Schwanau bzw. Frank Wilde oder auch Kick und... das zupackende Händchen Martin Makeover heute von Miss Pan Am Drag Airlines bzw. Rolando ist leider schon los heute und natürlich ein ganz großes Dankeschön an das zauberhafte Team hier vom BKA, die euch überall an allen möglichen Stellen so herzlichst begleitet und bedient haben. Am Einlass, am Tresen, am Service, hinten im Büro, die Backstage-Betreuung, die Showtreppe vom wunderbaren Rolfi, die süßeste Showtreppe Berlins, wie ich ja finde, beim Licht, die zauberhafte Julia, beim Sound, der wunderbare Svenny
und natürlich der Chef von Cianze, Uwe Berger. Titellied wurde komponiert von Rainer Bielfeld und Außenreporterin Jackie O. Weinhaus. Und natürlich ganz großes Dankeschön an die zaubernden Gäste, nämlich Erik Jödicke und Franziska Giffey. Nächste Ausgabe ist am 8. Juni. Schönen Gruß, bis dann. Tschüss. Bitte, bitte. Oder?